Hallo, herzlich willkommen. Der Stream am Donnerstag startet hiermit. Ich ziehe mir gerade noch meine Panzerschlappen an. Hier, da sehen wir sie. So sehen sie aus. Sie sind friedlich. Es sind pazifistische Panzerschlappen. Dafür stehe ich mit meinem Fuß. Wir spielen jetzt. Ach, und ich wünschte, ich hätte verpennt. Wir spielen jetzt FIFA Fußball. Ole, ole. Rein ins Tor. Kick, Ball fliegt. Oh, da hat er ihn an die Ecke rangehauen, der Fußballer. Das ist aber gut. Gebt ihm Millionen. Hallo, 501 Legion, auch genannt Nicola. Ich freue mich, dass du da bist im Chat. Da seht ihr ihn kurz. Der ist Nicola, ist der allergrößte Fußballfan der Welt. Der ist immer dabei, wenn es um Fußball geht. Der will mir jetzt zeigen, wie das geht. Wo der Ball die runden Flecken hat. Was geht jetzt? Ich bin eben erst aufgewacht, muss ich dazu sagen. Ich bin vor 15 Minuten, kein Scheiß, vor 15 Minuten bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, komm, streamst du mal ein bisschen. Was soll der Geiz? Ne? Was soll der Geiz? Machst du jetzt einfach mal einen schönen Stream heute noch. Hab ja mit Ede schon abgesprochen, dass wir um 12 anfangen. Der ist wahrscheinlich jetzt auch schon am Start. Schon mal den Squad-Stream mit Eddie gestartet. So ist er, der Nikla. Ne? Der ist Macher. Der ist nicht ein Laberer, so wie manch andere hier. Ich zum Beispiel. Sondern der macht einfach Sachen. Warum? Macht ihr doch auch einfach mal Sachen. Redet ihr doch auch mal einfach nicht nur rum, sondern macht doch einfach mal Sachen. Für mich vor allen Dingen. Macht ihr doch auch mal Sachen für mich. Das ist doch darum, wo es geht. Okay, heute haben wir Gegenteilwoche mit FIFA 22 und Age of Empires. Ich rufe gleich mal den Kollegen Eddie über Discord an. Ich hoffe zumindest, dass das geht. Wir haben es nicht getestet. Wir sind beides Boomer. Es kann eine Weile dauern. So, aber ich hoffe, das wird schon irgendwie. Ich höre ihn noch nicht mal. Ist das ein schlechtes Zeichen, dass ich noch nicht mal das Gebimmel höre? Das ist eigentlich kein. Ja, wird schon gehen. Ah, okay, doch, es geht. Ich höre immerhin, wenn ich den Ton hier umstelle. Jetzt müsste mich nur noch der Ede hören. Ich habe extra zwei Mikros. Danke an Biodynamic wieder mal für diese Opulenz am Mikrofon. Ja, und dann geht's heute, wie gesagt, los mit. Oh, jetzt hat er aufgelegt. Na gut. Und jetzt geht's los mit Fußball. Ich habe sogar extra schon. Hier, ich zeig's euch. Hab sogar extra schon. Das Spiel gekauft. Und ich habe es tatsächlich gekauft. Dazu muss ich jetzt sagen, ich habe, ich weiß gar nicht, ist der Ede, ist er jetzt hier dran? Hörst du mich? Nee, ich glaube, der ist noch nicht dran. Dann mache ich nochmal Disconnecte und rufe ihn gleich nochmal an. Ich habe schon seit langem, habe ich einen Key, also habe ich eine, also quasi eine, es gibt so eine Key-Seite von EA. Da kann man sich anmelden als Journalist. Und dann kriegt man Keys kostenlos. Und ich habe alle FIFA-Keys an Leute gegeben, die das toll fanden. Und jetzt, wo ich einen brauchte, hatte ich keinen mehr. Musste ich einen kaufen. Hallo, Etienne. Also ich kann dich nicht hören. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Eigentlich müsste ich das, was du sagst, alles hören können. Musst du vielleicht bei dir noch ein bisschen was umstellen? Jetzt sehe ich ihn hier. Call, join call. Ich probiere es nochmal. Warte, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Nein, ich war nicht auf Mute. Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Na, dann werden wir es nie herausfinden, wer es war. Hallo Ede. Besser, dass es jetzt klappt. Hallo Simon, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Na, doch, so, um ehrlich zu sein, so ein bisschen kann ich es mir schon vorstellen. Ich bin richtig aufgeregt, ey. Aber warum? Warum? Ja, weil es ist einfach. Ich hätte im Leben nicht mehr damit gerechnet, dass das einfach mal passiert. Also das ist einfach, das ist eine once in a life time opportunity, so. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ameisen zertreten. Ja? Weißt du noch, wie du dich früher gefreut hast, mit mir Halo Wars zu spielen? Ja, ich kann mich erinnern, ja, das war ähnlich. Ja, genau, das war so ungefähr vergleichbar. Und ja, deshalb bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Also ich habe das Spiel auch gerade installiert, es funktioniert. Jetzt ist die Frage. Also ich habe zwar keinen Game-Sound, das ist aber nicht, im Zweifel nicht so schlimm. Aber die Frage ist, wie connecten wir uns jetzt im Spiel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du hast FIFA auch über Steam, oder? Nee, über Game Pass. Okay,
Shit, den Game Pass hätte ich ja auch gehabt. Das hätte ich ja auch machen können. Dann muss ich, verdammt. Okay, also ich wette, Aber das das müsste ja geht. trotzdem gehen. Das müsste ja trotzdem gehen. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich über den Game Pass nochmal installiere, aber das dauert zu Ich lange. habe Ich eine. Ich weiß starte nur mal nicht, wie mein. man hier sozusagen. Ja, starte mal dein tolles FIFA. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie man jetzt sich hier. Also auf der PlayStation wüsste ich es, aber auf dem PC habe ich jetzt wirklich gar keinen Plan, wie man jetzt hier. Ich bin mir sicher, dass das Nikola oder andere kriegen das hin. Die schaffen das, die können das erklären. Na, ja, auf jeden Fall. Ich muss hier auch, ich merke gerade, die Auflösung stimmt auch nicht. Ich beende das Spiel nochmal kurz, weil das stimmt auf jeden Fall. Die Auflösung ist Dein gerade richtig shitty. Mikro klingt auch, du klingst ein bisschen kratzig. Also du klingst irgendwie beschleunigt und Okay. kratzig. Aber Was? es geht, ja, es ist, als würdest du, extra, als hättest du eine dicke Wurst im Darm und willst eigentlich schnell aufs Klo. Ungefähr so hörst du dich an. Naja, da ist was dran. Das ist Standard. Ja, also ist nicht schlimm, ne? Mach ruhig, ist okay, man hört alles. So, Ich habe das auch Auflösung. schon mal beim Podcast gehabt. Dann ziehe ich einmal den Stecker und nochmal rein. Warte kurz. Probier da einmal das alte rein rausspielen. So, ich mache währenddessen mal kurz die Anzeige-Config auf 1080p. Ist das Spiel so alt, dass man hier allen Ernstes noch von 720p auf 1080p hochstellen muss? Das ist ja völlig verrückt. Okay. Hier sind wir jetzt im Spiel, das gleich hoffentlich auch ein Bild zeigt. Noch nicht? Da ist es, okay. Ja, hörst du mich? Ich höre dich nicht mehr. Falls du redest, bist du im Moment nicht zu hören. Test, 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 test. What? Okay, warte. Ich muss hier kurz feiern. Ole, ole, deutsche Flagge! Ole, ole! So, wir spielen natürlich Deutsch! Deutsch, 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 deutscher Fußball. Dum, dum, Test, dum, test. dum. Hallo, hallo? Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich jetzt? Nee, du hörst mich wahrscheinlich Hörst mich? nicht. Ich Hörst du höre dich. mich? Hörst Ich du mich? ja, hören wir uns beide. Ich höre dich. Und du hörst dich Hey, dann sogar. ist alles gut. Ich höre dich ja sogar besser als vorher eben noch. Ja, genau, das war ja das Ziel, deshalb habe ich ja umgesteckt. Okay, wir müssen uns immer noch im Spiel finden und ich muss immer noch das Spiel einmal beenden, weil die Aber. Auflösung irgendwie nicht stimmt. Ja, ne, musst du am Anfang irgendwie einmal auswählen. Ganz komisch. Was ist, wie so ein ganz altes Spiel mit so einem Extrafenster. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie ich herauskomme aus dem Spiel. Sag mal, die FIFA 22 Musik, Das das ist Spiel, doch auf das die bestimmt ganze wieder Fußballwelt gewartet hat, das so Finale der wichtige, UEFA Champions so League. teure, bezahlte Musik, die ich rausmachen muss, oder? Nehme ich an. Oh, das kann sein. Das Ja, ist ist ein guter ganz sicher so. Punkt. Spieleinstellung, Musik. Alter, was ist denn, Auflösung. warum startet das Spiel mit einem Spiel? Der deutsche Erlebe Mann den kann nicht Höhepunkt der warten. Der deutsche Euphorie. Mann braucht Oh, Fußball, sobald das genau, Spiel hier ist er, gestartet der ist. Meistersatz. Ich will das Los Hauptmenü. geht's. Aber warum höre ich denn das Spiel nicht? Ich höre ehrlich gesagt den ganzen Rechner nicht. Wenn ich jetzt mal hier ein Video anmache, das höre ich auch nicht, Nikola. Achso, warte, jetzt bin ich auch gar nicht drauf. Warte mal. Aber ich höre den PC-Rechner nicht. Wessen Schuld ist das? Du versuchst Und es gerade irgendwie mir unterzuschieben, ne? Wie kann das nee, Simons das hat Schuld sein? tatsächlich ausnahmsweise nichts mit dir zu tun. Auch, ich weiß, es ist unglaublich, aber es ist tatsächlich, es ist Abwarten. unglaublich. Vielleicht ist es ja doch noch meine Schuld. Warum ich nichts höre. Oh, das ist ja gleich so passiv-aggressiv. Hinweis! Aufgrund einer Klage Dritter müssen wir Diego Maradona aus FIFA Ultimate Team Packs, deren Ultimate Draft und der Soccer 8 Volt X1 Team entfernen. Teamviewer. Okay, gut. Wir sind genauso enttäuscht wie unsere Fans und hoffen, eine der größten Legenden der Fußballgeschichte künftig wieder im Spiel zu haben. Okay, da sind die irgendwie traurig. Jetzt komm, hör mal auf mit deinen Messages, FIFA. QR-Code noch. So. Oh Gott, ist das hier gerade kompliziert, Mach mal ey. keinen Stress, Digga. Streamst du eigentlich auch schon gerade? Oder bist du Ja, nur das ist für aber. mich da? Ich habe nur Probleme gerade hier. Also ich mach mal alle Tracks aus. Das ist auf jeden Fall, könnte helfen. Nikola, du fummelst mir gerade auf drei Rechnern gleichzeitig um. Ja, ich weiß, die TeamViewer-ID war Ah, gerade nicht klingt da, ja aber ohne ganz Passwort geil. bringt die nicht. Ja, was macht er denn mit den drei Rechnern? Muss ich Ja. Halbzeitlänge und Schwierigkeitsgrad, alles nicht wichtig, ne? Das machst du gleich. Du entscheidest über den Schwierigkeitsgrad. Ja, ich habe hier noch Probleme gerade. Nee, Entschuldigung, ist okay, ich bin ruhig. Ich kann ja ein bisschen mit den Leuten quatschen.
Ja, mache ich ein bisschen, quatsche ich ein bisschen mit den Leuten. Okay, jetzt hören sie mich nicht mehr. Jetzt hört mich der doofe Ede So nicht Leute, ihr mehr. braucht es gar nicht probieren. Ich habe das Passwort schon wieder geändert. Also vergesst es einfach. Ja, ich spiele jetzt hier gleich mit Ede FIFA 22. Ich habe noch nie FIFA gespielt. Ich glaube wirklich noch nie. Ich weiß gar nichts. Ich hasse Ah, das Fußball. ist hier Es schon kann wieder, nur ey. geil werden. Wie stelle ich die Musik so aus, dass sie gleich nicht kommt? Was mache ich hier? So viele Fragen. Steuerung anpassen. Das sind zu viele Fragen. Die werde ich alle nicht nehmen. Wie kommt es dazu? Kann ich kurz erklären? Denn es ist die Gegenteilwoche. Diese Woche ist alles anders. Diese Woche spiele ich nur Spiele, die ich weder kann noch mag. Böse Zungen behaupten. Ja, was kannst du denn dann? Maul halten, sage ich dazu. Alles. Und Noch da? außer den Spielen, die ich diese Woche Ist der mache. Simon auch nicht mehr Ja, da? nee, ich bin da. Ich habe nur Ach gerade so. einfach dir die Zeit gegeben, das zu machen, ohne dich voll zu quatschen. Ja, ich habe nur gerade meine TeamViewer-IP geleakt. Ich musste das kurz mal ändern, damit nicht jetzt irgendwie die halbe Welt auf meinen PC zugreift. Kenne ich, Und mir kenne läuft hier ich. schon wieder der Schweiß, ey. Ich verstehe das einfach. Ach, okay, Ganz der ruhig, wir haben Wireless Zeit. Controller. Ich bin erst um 5 dran mit Mara. Dann spielen wir Age of Empires insofern. Mein Ziel ist es ja, dass du in einer halben Stunde schon keinen Bock mehr hast. Ey, ich habe gestern 2 Stunden Getting Over It gespielt. Du kannst mich. Und ich habe Okay. Minerino davor gespielt. Du kannst mich nicht mehr brechen. Ich bin unbrechbar. Ey, das ist Ja, ich wirklich. glaube, ich bin halt gespannt, weil FIFA ist natürlich schon, wenn man halt nicht nur keine Ahnung von Fußball hat, sondern wenn man sozusagen keine Erfahrung von Fußballspielen hat, ich weiß nicht, ob das überhaupt Bock macht. Ich meine, gut, du hast Smash-Soccer-Erfahrung. Das ist ja schon mal Ja. etwas. Aber der Ball brennt nicht bei FIFA. Das ist, glaube ich, das ist die eine Sache, da bin ich mir sicher. Naja, Wir ich lasse brauchen den mich. EA-Namen von Simon, sagt Nikola. Was ist dein Okay. EA-Name? Weißt du den? Ich muss gerade mal gucken. Ja, ich kann mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Was ich jetzt mache ist. Das ist doof, ne? Da hätten wir echt vorher drauf kommen müssen. Aber ich mach's mal gerade. Können wir nicht mal einen Raum aufmachen, in dem Simon und du bei Discord sind? Dann muss ich nicht hier dauernd stille Post machen, sondern können wir einfach zu dritt Aber reden und alles gut, kannst aber den Simon jetzt, ich selber. habe ja seinen Okay. Namen. Ich habe den Namen ja. Ich habe ja meinen Namen. Okay. Ich muss nur gerade ihn mir anzeigen lassen bei Origin, ne? Nehme ich an. Sonst So. ich heiße, warum auch immer, Hamburg-Eddy mit. Und ich heiße Budimon. Ey, ich muss alle meine Namen mal ändern. Warum heiße ich immer Budimon? Okay, also das Budimon. Viel mehr Dann weiß jetzt ich glaube jetzt gar ich. nicht. Nikola, bist du jetzt hier in diesem Chat drinne? Hallo, ja, hallo. Hallo. Hallo, Nikola. Sag mal, brauchst du noch mehr als nur diesen angezeigten Namen? Soll ich aufs Konto nochmal gehen oder so? Nee, das müsste passen. Pack den einfach mal hier in Discord rein. Budimon. Muss ja nicht unbedingt im Stream zu sehen sein. Mein Name, ja, Budimon. Ich habe jetzt 5-mal gesagt, jetzt weiß ihn eh jeder. Budimon. Budimon. Zusammen. Großes B. Müsstest eine Freundschaftsanfrage bekommen haben. Über Origin? Ja, also diese EA-App. Genau. Da ist er Na doch. leider. Ja, klar, ich habe ihn gerufen. Freundesliste. Hamburg Eddy. Das bin ich, Hamburg Eddy. Okay. Endlich mal. Ist wie so ein Kiez, wie so eine Ja. Kiezgröße. Da ist er, der Hamburg Hey, Eddy. Hamburg Eddy. Ja, guck mal her, Wenn yo, guck mal bei. der Hamburg Eddy kommt. Geil. Wir spielen FIFA. Ein Traum wird wahr. Hast du jetzt Ton? Vielleicht, stell dir mal vor, es könnte. Ja, ganz leise, aber ja. Stell dir mal vor, Simon, wir spielen jetzt FIFA und du merkst so, Alter, ist das geil. Und dein Lebenspfad ändert sich so, weißt Ändert du, sich so wie in komplett. Everything, Everywhere, Ja, at Once all oder at wie das once. heißt. Und Genau. plötzlich bist du einfach der krasse FIFA-Pro und dein Leben flasht an dir vorbei und du merkst so, Alter, und wir entdecken bei dir so ein Talent, wo es keiner gewusst hat, dass es da ist, weil es so gut verborgen war, aber du bist einfach der krasseste Fußball-FIFA-Typ der Welt. Ey, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, es ist eine der großen Chancen, die ich noch habe, FIFA-Star werden. Und Das vielleicht ist schaffe ich ja doch dann den Sprung vom Spiel ins Echte. ins Vielleicht, ja ne? Mit dem Wissen, spät was ich. einsteigen Ja, Nuno so mit Klose mäßig 45, ich kann immer nur 3 Minuten rennen, aber dann und dann gehe ich nach Real Hause. Madrid verpflichtet 52-jährigen Simon Kretschmer aus Deutschland. FIFA hat mir alles beigebracht. Ey, finde ich sehr gut. Aber ich habe ja die Okay. Fußball-Ligen, also ich blätter ab und zu immer noch mal im Knowledge der Profis.
So, warte mal, ich bin jetzt im Spiel. Jetzt muss ich hier nur kurz einmal die Steuerung anpassen. Wo geht das hier? Steuerung anpassen, bei Steuerung anpassen. Und Moment, dann bin vielleicht ich sollte ich mir die gut. Steuerung auch mal angucken. Ja, lass dich nicht verwirren. Ich glaube, du Bei musst mir nur ist wissen. fast egal, ne? Ja, du musst eigentlich nur wissen, passen, schießen. Okay, Es gibt, glaube ich, sogar was eine ist denn Möglichkeit, die passen und Steuerung. schießen? Bei dir dürfte es X und. Also X ist Ah. passen und schießen ist Kreis, wenn du mit dem PlayStation-Pad spielst. Okay, also B. Ja, okay. Ich guck mal, ich Ich werde meine, es es gibt sogar rauskriegen. eine. Ich glaube, man kann sogar zwei Buttonsteuerungen einstellen für Leute wie dich. Ey, das finde ich super. Das wäre eine gute Idee. Ich guck mal Aber dran dann ist nach. es natürlich, dann fehlen dir natürlich so ein bisschen die Möglichkeiten, aber die wirst du wahrscheinlich eh alle nicht benutzen. Das denke ich nämlich auch, ja. So, wie kriege ich jetzt aber dich ins. Möchte ich das Spiel verlassen? Nein. Wie kriege ich dich jetzt. Wo finde ich dich denn jetzt hier im Spiel? Das ist natürlich gut, dass ich keine Ahnung von Lieblingsteam Football habe. Hamburger SV. Aber Warum jetzt hat habe ich sich. Volta Football gestartet. Wieso denn das? Das ist ja lustig. Das Spiel weiß, dass ich eigentlich aus Hamburg komme. Hat mir alle Hamburger Vereine gegeben. Soll ich mal irgendwas einstellen? Spiel Online-Geschichten oder so. Ja, genau. Online-Einstellungen. Kannst du Eddie einladen? Ja, ich verstehe es nicht, wo es ist. Das Ich ist ja lade ihn so. gerne ein, aber lade ich ihn jetzt über Origin ein? Ja, ne? Ich denke schon. Ich klick mal. Ich Wegen mach mal den Simon. Einlader. Wo ist Simon? Oh, Oh, ich wir müssen, kann ich ihn muss die nicht zum Musik Spiel ausschalten, auf einladen. jeden Fall. Wo mache ich Aber denn wir müssen das? Einstellungen wahrscheinlich. Wo siehst du denn Einstellungen? Ja, wieder zurück, wo du gerade eben warst. Hauptmenü. Anpassen. Ja. Leute, ich Muss habe nur kurz die ein Musik kleines ausmachen. Problem. Ich kann ihn nicht einladen zu FIFA. Also ich kann ihn nicht von Origin aus Wie geht das? einladen. Audio irgendwas. Weiß jemand im Chat, wie das geht? Jemand im Chat sagt, muss man nicht Ja, erst ein Spiel dafür aufmachen. Das kann natürlich sein, genau, ein oder? Spiel aufmachen. Ja, Danke, aber. Niholas09, für Okay, dein ich versuch's auch Abo. mal. Wir machen einfach Spielen. Schnellspielmodi. So, und dann glaube ich Freundschaft, ne? Freundschaft. Naja, Freundschaft, ne? So, jetzt kann ich dich Ah. einladen. Jetzt müsstest du was gekriegt haben. Einladen. Hast du was gekriegt? Ja, da kommt tatsächlich was. Ich drücke J. Aha. Online-Kader-Load-Updates. Das sieht gut aus. Werte Ey, aktivieren. was machst du eigentlich jetzt, wenn ich. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt einfach ein Jahr lang jeden Abend geübt, ohne Ja. es dir zu sagen, und ich würde dich vernichten. Wie würde dein Leben weitergehen? Würde dein Leben weitergehen? Naja, also ich sag mal so, ja, es würde weitergehen, aber ich bin das ja mittlerweile gewöhnt, dass Leute zu Challenges kommen und sich auf diese Challenges vorbereiten. Das Ja, passiert ja ich. immer häufiger. Das ist Und es ist ein furchtbar. Trend, der mir nicht gefällt. Ich habe das ja schon bei hier der Dolmen-Challenge mit Wirt. Ah, da bist du ja! Ja, hi. Das Das bist bist du. du. Du Du kannst kannst jetzt jetzt dein dein Team Team auswählen. auswählen. Willst Willst du du echt echt den den HSV HSV nehmen? nehmen? Nimm Nimm dir dir mal mal eine eine bessere bessere Mannschaft. Mannschaft. Du willst ja nicht eine Zweitligamannschaft nehmen. Was? Du bist Ja, doch. ich. Du Du musst musst unten, unten, einmal ja. nach Einmal nach unten unten und und dann dann in in die die erste erste Liga. Liga. Ach so. Ach so, Genau. stimmt. Weil Ja, genau um der das geht's. HSV Du ist ja kannst nicht in der natürlich. ersten Liga. Nämlich Du Frankfurt, kannst ne? natürlich. Nee, ich nehme ja Frankfurt. Nee, ist schon weg, leider. Ist schon weg, Frankfurt. Nee, man Nee, kann kann beides, beides, beide Ja, können es okay, nehmen, na aber du gut. nimmst Du nimmst natürlich nicht natürlich Frankfurt. Frankfurt. Ich Ich nehme nehme extra extra Frankfurt, Frankfurt, weil weil die die in in dem dem Spiel Spiel aus aus kuriosen kuriosen Gründen Gründen nicht nicht so so krass krass bewertet bewertet sind, sind, wie wie sie sie wirklich wirklich sind. sind. Du Du kannst kannst Bayern Bayern nehmen. nehmen. Das Das ist ist auf auf jeden jeden Fall Fall gleich gleich ein ein bisschen bisschen aus. aus. Okay, finde ich gut. Du hast ein bisschen, wir haben einen Ingame-Chat, glaube ich, aktiv, den wir noch ausschalten müssen. Also du bist auf jeden Oh Fall ja, bei mir ich höre doppelt. dich ganz leise im Ingame-Chat. Ich weiß aber nicht warum. Ich mach mal. Ich weiß nicht Ich warum. weiß auch gar Ich werde nicht, das wie im man Spiel den dann ausschalten. anmachen kann, ausmachen kann. Ja, ich höre es Hörst auch auch ganz ganz leichtes leichtes Echo. 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 Muss Egal, gar wir nicht spielen erst einfach mal. das gemuten. Ach so, Achso, warte warte mal, mal, ich ich weiß weiß nicht. nicht. Sobald ihr herausgefunden habt, wie es geht, sagt es mir auch. Ja, es müsste irgendwo eine Audioeinstellung wieder sein. Vielleicht kann man das im Spiel selbst machen. Ich glaube, es Ja, gibt machen wir im im Spiel Spiel. Audio noch. Ja, wir probieren es mal im Okay. Spiel. Ja, genau, Genau, dann dann hatten hatten wir wir noch noch diese diese Dark Dark Souls Souls Challenge Challenge bei bei der der Game Game Invasion Invasion mit mit Hanno. Hanno.
wo ich auch komplett unvorbereitet reingegangen bin und Henno einfach wochenlang irgendwie Speedruns trainiert hat, dementsprechend dann auch das Ergebnis entsprechend frustriert war. Ich erinnere mich. Also so fängt Fußball an, man haut den Ball einmal übers Tor und dann ist man auf dem Feld. Naja, das ist nur die Trainingsart. Ach, das war nur die Trainings. Eintracht Frankfurt, erkennst du das Stadion, in dem wir gerade sind? Moment, jemand sagt gerade im Chat wegen dem Ton. Ich mache mal kurz Pause. Okay, ja, ausschalten beim Spielstart das kleine Fenster auf Einstellungen oben rechts. Es geht in-game, geht's nicht. Oh Mann, na toll. Einstellungen. Ja, ausschalten beim Spielstart das kleine Fenster auf Einstellungen oben rechts. Aber das geht wahrscheinlich nicht, wenn wir im Spiel sind. Warum auch immer. Aber ja, visuell Audio. Audio ist aber auch da. Kann ich nicht eventuell die Sprache unterstellen. Streaming-Musik deaktivieren, das kannst du auch mal aktivieren. Ich? Ja, da war gerade so eine Option für Streaming, Leute. Da genau, für Spiele Streaming-Musik deaktivieren. Ist das schon aus? An. Ja. Achso, an, das Deaktivieren schalten wir an. Ja. Genau. Okay, ja, keine Ahnung, man kann, das ist halt nervig mit der Stimme. Discord muten, dann redet ihr halt nur über Spiele. Aber ich höre halt nur ganz leise im Spiel. Ja, das ist doof. Dann machen wir Spiel lauter. Okay, also ich mute Discord, ne? Ist okay? Ich mute es kurz mal. Okay, kurz Leute einmal. Aber beim nächsten Mal stellen wir das dann entsprechend um. Wir spielen sicherlich mehr als eine Runde noch. Hat sich nicht gemutet. Noch habe ich mich nicht gemutet. Jetzt habe ich gemutet und gedeffend. Ich höre dich immer noch. Sag mal was. Jetzt höre ich euch nicht mehr. Hallo? Hallo? Nee, jetzt höre ich euch nicht mehr. Okay, also ich mache es mal so, dass ich jetzt euch wieder über Discord höre. Dann habe ich lieber ein Echo, als euch gar nicht zu hören. Sag mal bitte was. Du bist aus der Lobby rausgeflogen. Deswegen haben wir dich nicht mehr gehört. Egal. Ach so, ja, jetzt, ich habe jetzt gerade Discord wieder an. Ich bin aus der Lobby rausgeflogen, warum? Weiß da jemand mehr als ich? Kleines Fenster? Ach, beim, wo man die Auflösung eingestellt hat, gleich am Anfang. Okay, dann ich mach das jetzt. Ja, genau. Ah, okay, Moment, ich mach das auch mal gerade. Okay, ihr habt's gehört, wir machen hier gerade noch die letzten Einstellungen für Voice Chat. Da, zack. Da, Spieleinstellungen. Siehst du, deshalb spielt man sowas nicht auf dem PC. Neustarten wahrscheinlich. Voice Chat aus, okay. Ja, das war auch echt dämlich. So. Aber jetzt läuft's ja. Jetzt geht's. Achso, ja, wir probieren es jetzt mal aus, ob man Neustart macht. Ja, du meinst 100 Pro Neustart, ja? Okay, mach Neustart. Machen wir Neustart, sag hier Neustart. Ach, ich bin rausgeflogen, weil ich rausgetappt bin. Das nur zur Info. Ja. Okay. Ja, siehst du, auf der PlayStation kann man nicht raustappen. Warum hast du keine PlayStation angeschlossen? Die steht im Wohnzimmer und das sind zu viele. Am Ende sind zu viele Kabel. Ich habe tatsächlich ein Stromkabel zu wenig dafür. Also einen Stecker. Ich habe ja schon alles mit Dreiern. Nein, ich meinte Strom, nicht. Strom. Ja, aber ich habe die PlayStation, ich nutze die ja kaum. Nur ein langes HDMI-Kabel vom Wohnzimmer, wo sie jetzt steht. Ja. Oh, jetzt habe ich es zweimal gestartet, weil es so lang gedauert hat. Ich weiß aber, was du meinst. Zwei Instanzen von. Ich krieg die Krise hier. Wie selbst spielen. Jetzt muss ich wieder eine Instanz schließen. Es kann sich nur noch um Stunden. Also ist okay, aber ihr ladet mich gleich nochmal ein und dann warte ich einfach nur. Ja. Okay. Ja. Im Chat übrigens ein Befehl Ausrufezeichen Squad bei euch beiden. Da kann man dann bei euch beiden gleichzeitig zuschauen. So, jetzt habe ich hier zwei. Leute, also kurz für euch zur Info: Es gibt einen Squad. Es gibt einen Squad-Stream. Mach mal gerade. Ich krieg die fucking. Es gibt einen Squad-Stream, den könnt ihr jetzt im Chat euch anklicken oder euch manuell selbst erarbeiten. Und da könnt ihr dann uns beiden dabei zugucken. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Und dann kommt es irgendwann. Das kenne ich. Nee, nicht PC-MR. Manchmal stimme ich dem zu, aber es gibt einfach Sachen, die sind für Konsolen gemacht und nicht für den PC. Das muss man auch respektieren. Niemand spielt Sportspiele auf dem PC. Aber warum? Man spielt doch sonst alles auf dem PC. So, William Bobby will, dass ich noch eine geile Anmod mache. Das mache ich natürlich gerne. Okay, aber lad mich noch ein danach.
Leute, heute ist der große Simon hasst diese Spieletag. Wie nennst du diese Kategorie, Simon? Gegenteilwoche. Es ist die Gegenteilwoche. Ist egal. Ich spiele jetzt FIFA 22 mit Simon Kretschmer, dem absoluten Fußballhasser. Es wird eine große Freude. Ich freue mich sehr. Kommt mit. Es geht los. Vielleicht entdecken wir ein verborgenes Talent bei Simon. Simon, du bist noch muted im Discord. Wir hören dich nicht. Ach ja, natürlich. Gegenteilwoche. Gegenteilwoche, da ist Simon. Heute ist Gegenteilwoche. Was steht denn noch so an eigentlich in der Gegenteilwoche? Also Age of Empires, hast du schon gesagt, mit Mara. Kommt noch. Morgen habe ich den großen Nintendo-Tag, wo ich Nintendo-Spiele spiele. Dann habe ich noch Minecraft und vielleicht noch Diablo. Okay, Moment. Moment. Gibt's denn? Wieso ist Nintendo beim Gegenteiltag? Weil ich nie Nintendo spiele. Ich spiele nie Nintendo, wirklich. Ich habe noch nie Nintendo-Spiele, glaube ich, in meinem Stream gemacht. Und ich habe sie auch nicht wirklich. Ich kenne mich da nicht so aus mit. Ich werde die alle mal spielen. Aber ich habe Zelda noch nicht gespielt. Ich habe Mario kaum gespielt. So, ne? Hallo, okay, bist du noch da? Ich muss mich ich dachte schon gerade so. Ja. Du hast im Konsolenbereich bei Giga Games gearbeitet und jetzt ist Nintendo der Gegenteiltag. Das muss ich erstmal verstehen. Ja, ach, das muss man auch nicht verstehen. Man kann ja nicht alles spielen. Und bei Konsolen tue ich mich echt ein bisschen schwer. Ich bin echt zum PC-Lager übergewechselt. Ja. So. Diablo, willst du ein altes Diablo jetzt? Nee, das Trikot eher nicht. Das wird gleich aussehen. Ach so, also ich soll ein anderes. Schwarzes. Also Diablo suche ich noch jemanden. Gern, das alte, das neue ist mir egal. Ich kenne sie alle nicht, aber ich würde sagen, das neuere. Spiel Diablo 3. Genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Diablo 3. Ist das nicht das neueste? Ja, es ist ja gestern, ist ja Diablo Immortal für Handys erschienen. Handys, ja. Aber, ruckelt das, ey. Aber nur ganz kurz, nur am Anfang. Okay, es geht los. Los geht's, es geht los. Sag mal, hier läuft jetzt schon wieder Musik. Muss ich den nochmal ausstellen? Nee, okay, das passt. Habe ich schon eingestellt, deswegen. Bei mir ist der Kommentator wieder an. Bei mir auch. Ausgestellt hab. Der Frank Buschmann. Den stelle ich natürlich auch aus. Das ist okay, da muss ich auch nochmal kurz gucken. Das Erste, was man machen sollte, ist immer den Kommentator ausstellen. Irgendwie traurig. Hier wieder auf 10, ja. Komischerweise. Aber wo kann man den ausstellen? Genau, einschalten. Ja. Wo kann ich den ausstellen? Du gehst auf Einstellungen. Einstellung? Und dann gehst du auf R2, also Right-Trigger drücken. Dann Audio? Kommst du auf Audio und dann R1, allgemein Audio einstellen. Jetzt raff ich's. Okay, das ist ja das lustig. Ist sehr gut versteckt. Noch ein extra Optionsmenü. Okay. Die Menüs bei FIFA sind ein Spiel für sich. Ich verstehe. Die wollen die Idioten fernhalten. Okay, bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Du hast den Ball, du hast Anstoß, nennt man das, was jetzt gerade passiert. Okay, Gegenteilwoche, FIFA 22 gegen Ede. Ich muss aufs linke Tor, oder? Ja. Lachst du schon? Ja, ein Pass! 1A Passspiel! Natürlich jetzt unfair, weil du so eine gute Mannschaft hast. Da kommt schon die Ausreden. Ja, da bist du aber auch reingerutscht. Was? Das gibt schon die erste gelbe Karte. Wow. Ja, also wenn man von hinten reingrätscht, das war die Grätschentaste übrigens, die du gerade. Ach so, gibt's das auch gedrückt hast? Ohne Foul? Also was ist die Taste ohne Foul? Ja, also du mit X saugst du dich sozusagen an den Spieler ran, X gedrückt halten und dann, wenn du in dem richtigen Abstand bist, drückst du Viereck, um zu tackeln. Also die Grätsche darfst du eigentlich nur von vorne und im äußersten Notfall, würde ich mal sagen. Hier ist Philipp Kostic. Die kann er natürlich, die Flanken. Die kann er. Jetzt mach was! Torwart. Mach was! Fußball! Ja, okay. Oh, Fußball! Kommt rüber. Okay, das war schon mal gut. Gut abgewehrt von mir. Mir fällt gerade auf, dass ich FIFA 22 so gut wie noch nie gespielt habe. Es fällt mir gerade auf, wie langsam das ist irgendwie. Wie schwerfällig sich das spielt im Vergleich zum Vorgänger. Neuer schießt! Zu dem anderen Typen! Wie heißt der nochmal? Unten rechts kannst du immer die Namen der Spieler sehen. Gnarbi. Nein! Nein!
Okay, jetzt komm, hol den Ball! Starker Pass, Simon! Ach, guck mal. Ah, das ging nicht ab! Du hast trainiert mit Henno oder so, gib's doch zu. Ich wünschte, es wäre so schön. Ah, okay, komm, komm, komm. Shit, nee! Da hätte ich jetzt. Neuer Held. Da hätte ich jetzt einen Foul riskieren müssen, oder? Wahrscheinlich auch. Oder macht man das trotzdem nicht? Nee? Weil du warst so nah dran. Alles richtig. Ja, Torchancen lassen sich in dem Spiel sowieso nicht immer verhindern. Es ist halt FIFA. Aber das war schon okay. Foul hätte vielleicht eine rote Karte oder so gekriegt dann. Also da musst du echt aufpassen. Ja, bisschen zu früh geschossen. der war schon sehr lame, ja. Wenn du, ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt noch irgendwelche Advanced-Sachen erklären soll oder ob dich das dann überfordert. Aber wenn du zum Beispiel L1 beim Passen drückst, machst du einen Doppelpass. Sowas hier. Oh, okay. Ja, so, ne? Genau. Das ist eigentlich so die Standard. Da kann man kaum verteidigen in FIFA. Du musst aufpassen auf Abseits natürlich. Tor! Ah, nicht ganz. Da setzt er aber den Etienne ganz schön unter Druck, der Simon K. Er lässt ihm keine Atempause. Au, da fallen die Leute schon einfach so um, weil sie so ambitioniert sind. Tja, oh, das war bist du reingerannt. Nochmal eine Du musst aufpassen, was passiert, wenn man zwei gelbe Karten kriegt, Simon? Oh shit, irgendwann kriegt man eine rote, ne? Ja, okay. Ja. Also gar nicht X drücken, am besten gar nicht benutzen. Am besten einfach nicht verteidigen. Das würde dir gefallen, ja. Okay. Oh shit. Das ist eine schlechte Sache. Oh Gott. Okay, volle Socke reingeballert. Ja, da hat er die volle Abstand, Höhe des Platzes yeah. ausgenutzt. Oh shit! Ja. Ich höre die Fußballgeräusche. Also ich höre gar nicht, wie die Spieler irgendwie. Es hört sich irgendwie komisch an. Mann! Tut mir leid, aber da konnte ich jetzt nichts machen, ne? Das war doch gut. Hast doch verteidigt. Ich ärgere mich, dass ich das Tor nicht gemacht habe. Ach Mann, ey, du lässt die Leute laufen hier. Es steht hier nach 25 Minuten immer noch 0-0, Leute. Das ist wirklich der Underdog. Schlägt sich hier wacker. Und das Pressing zahlt aus. Und Lewandowski mit dem Fehler. Ja, du hast wirklich den besten Stürmer der Welt übrigens da vorne, den da. Ja, okay. Weißt du, wie der heißt? Aus der Werbung. Ja, Lewandowski. Ja. Ich kenne den. Habe ich schon mal gehört. Aber ich dachte, der beste Spieler ist Manuel Neuer. Ja, der ist halt Torwart, ne? So, komm jetzt. Ey! Ich komme nicht ran, ne? Nee. Okay, sehr gut, sehr gut. Der geht raus. Komm, lass ihn rollen. Stark. Flanke und... Nein, Tor. Nein. Gut. Nein. Ja. Glück für Neuer. Und er haut ihn übers Feld, als schuldete er ihm Geld. Ey. Oh, zum Glück kann das der Ede überhaupt nicht. Oh shit, ich glaube, ich habe die falsche Steuerung noch. Ja, genau. Ich schwöre dir, das war die Flankentaste. Deshalb hat er nicht reingemacht. Flachsentaste, das ist... Ja. Nee, der hat es nicht abgespeichert eben. Das war eigentlich ein sicheres Tor, deshalb... Das ist auf klassisch eingestellt und nicht auf... Nee, ist auf... Hä? The fuck? Okay, dann weiß ich nicht, warum der nicht reingegangen ist. Na gut, es ist nicht die falsche Steuerung. Schade. Es war einfach nur katastrophal schlecht.
Simon mit Kreisball annehmen und L1 Spielerwechsel. Okay, danke. Kreisball annehmen, das ist eine gute Idee. Das habe ich auch noch nicht gehört. Mit Kreisball annehmen. Okay, es geht los. Bist du bereit? Achtung. Du hast einen Wurf. Schön weit nach hinten, ja. Stark zu mir. Danke. Okay, das hätte ich anders machen sollen, ne? Ja. Ah, nein, 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 neuer! Nein! Wieso sind meine Spieler alle so langsam? Shit! Nein, 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 nein! Nein! Ey! Oh, starker Tackle, Simon. Und jetzt spiel ihn an. Mit Dreieck in den Lauf passen. Martin Hinteregger. Und alter Schwede. Fantastische Torchance von Simon. Verdammt nochmal, ey. Muss man echt aufpassen hier. Die Bayern sind gut. Robert Lewandowski. Oh, zu weit vorgelegt, ich Trottel. Ja, ah nein, das war kein Pass! Kevin Trapp heißt der Torhüter übrigens von der Eintracht. Den Namen hast du sicherlich schon mal gehört. Halbzeit? In Geschichtsbüchern. Halbzeit 0-0! Fußball! Fußball ist unser Leben! Ja, geil, das läuft. Ja, das wird schon besser, als ich gedacht habe. Ich ärgere mich jetzt schon. Ich wusste, dass ich bei dieser Aktion nur verlieren kann. Ja, das ist wahr. Du hast wirklich keine Chance. Drück mal bitte X. Okay. Ich drücke, aber passiert nichts. Okay, geht weiter, ne? Spiel fortsetzen. Ich bin wirklich erbost, wie schlecht die Eintracht-Spieler hier bewertet sind. Das ist der Europa League-Sieger. Und die spielen hier, die haben Werte. Das ist ja nicht zu fassen. Die müssen genervt werden, die sind sonst zu gut, Ede. Das ist nicht in Ordnung, ey. Ich glaube, dass die Spieler sich regelmäßig auch beschweren, oder? Würde ich mir vorstellen. Ey, warum habe ich denn die und die Werte? Das spinnt ja. Die kriegen tatsächlich, du wirst lachen, die kriegen, wenn die FIFA, die kriegen diese FIFA-Karten mit ihren Werten, kriegen die wirklich zugeschickt in so großen Karten und dann verlinken die das immer so auf Instagram. Und zeigen das dann auch immer. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es dafür viel Ego-Probleme sorgt, wenn da jemand nicht die richtigen Werte hat. Scheiße, warum habe ich den berührt? Wir würden so Karten kriegen, wo dann draufsteht Moderation, Humor. So genau. Und du kriegst dann so eine Karte mit 72 und der Nils kriegt irgendwie eine mit 91. Da würdest du dich auch abfucken. Absolut. Zumal tue ich ja jetzt schon. Allein, weil du das gerade sagst, rege ich mich schon auf. Jetzt komm her! Nein! Mann, Manuel Neuer geht mir so auf den Piss hier schon wieder. Ja, ein super Spiel. Nein, hol ihn! Du Lappen! Was war das für ein Pass, Alter? Alter, Tuta, das war dumm, ey. Ist gleich ausgewechselt. Ich habe schon wieder vergessen, man kann sich so schön aufregen bei diesem Spiel. Also, deshalb. Ah, Mann! Weil du hast... Egal. Ich will mich nicht schon wieder aufregen. Es ist ja nur Spaß. Es ist ja nur Spaß! Alter, warum war der Pass so scheiße? Nein! Nein! Was? Abseits. Was? Das Tor zählt nicht. Das Tor zählt nicht. Wie geil ist das denn? Und ich habe hier schon gejubelt. Verdammte Scheiße. Das war doch nicht abseits. In welcher Welt war das abseits? Ach shit, der wäre so gut gekommen. Gibt es nicht. Ich gebe nicht mehr. Oh Mann, ey. Ah, verdammt!
Ja, 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 ja. So, Simon! Ich glaube, ich habe dich ein bisschen unterschätzt. Jetzt drehe ich auf, Alter. Ich habe ja auch Nintendo-Fußball gespielt. Alter, jetzt der geht rein! Naja! Nein! Ja, und das war sogar ein richtiges Tor. Richtig schön. Guck mal, da ist er. Das war der Siegestorschütze beim Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers im Euroleague-Finale. Raphael Bourré, fantastischer Spieler. Ich mag ihn sehr. Guck mal hier, ins Kurze. Oh Mann, wie knapp, ne? Wie so ein Brief in Briefschlitz. Gerade so noch. Okay. Okay, komm. Was? Da ist er schon wieder. Daichi. Der kann halt super passen. Guck dir diesen Pass an. Oh, ist das eine Scheiße gerade. Nein! Das ist ja wohl Betrug. Oh. Wie so ein Brief in Briefschlitz. Nee, das war eher wie so ein Brief in so eine Altpapiertonne. Reingeschnickt. Ja. Guck das nochmal ganz an, schön eingeleitet. Dann hier nochmal. Da muss Neuer rauskommen und dann auf den freien Mann, auf Daichi Kamada, der den Angriff auch noch warm gelaufen, sag ich schon, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, eingeleitet hat. Ja, nicht zu lang vom Ball drin, genau, das Spiel von hinten aufbauen, sehr gut, Simon. Nicht zu lang am Ball, immer schön den Gegner laufen lassen. Der Ball ist schneller als der Gegner. Oh, immer ficken. Dran denken. Und jetzt Ansgar Knauf. Es ist Timmy Chandler. Und da sag mal, das gibt's doch nicht! Das Tor war das etwa Martin Hinteregger. Mit links oder was Sebastian Rode? Man kann es nicht genau erkennen. Von der Statur ist es Hinteregger, vom Gesicht her ist es Martin Rode. Martin Rode. Sebastian Rode. Der Kapitän selber. Seppel Rode, guck dir das an. Der schießt eigentlich nie Tore. Ah, Mann, ey! Ah, irgendwas habe ich doch jetzt hier in den letzten paar Minuten echt falsch gemacht. Ja, einiges, aber. Vielleicht habe ich dich auch am Anfang ein bisschen zu viel dir Hoffnung gegeben. Das wollte ich natürlich nicht. Weil mein Plan war eigentlich von Anfang an dafür zu sorgen, dass du nach 10 Minuten keinen Bock mehr hast. Warte mal, bis ich ein Tor mache. Ein Tor von mir zählt zehnfach. Oh nee, wo passt der denn hin? Er sollte doch. Oh, knappe Kiste. Jetzt geh weg! Jetzt! Nein! Oh, mach den Ball, Mann! Nein. Mach den Ball! Hau da einfach den Ball weg! Warum schießt denn da keiner? Warum hat er nicht geschossen? Was ist nix? Ist nix schießen? Was ist denn schießen? Ich weiß nicht, welche Taste das bei dir ist. Wahrscheinlich Kreis, hab ich ja gesagt. Dazwischen gekretscht. Jetzt gegen Angriff. Dreieck. Die Dreiecktaste ist die wichtige. Damit spielst du deine Stürmer im Lauf an. Ja, schön. Okay, ich verstehe. Ja. Oh. Nein. Shit. Hol das Ding. Ja. Und jetzt direkt weg. Und Abschlag. Und schneller Gegenangriff. War ein bisschen zu weit vielleicht. Ja, das war echt zu weit. Oh ja, gefährliche Grätsche. Hab niemanden getroffen. Alles gut. Nee. Oh, was ein Dreckspass. Ich fass es nicht. Alter. Mein Gott, ist die Eintracht schlecht in diesem Spiel. Nein! Warum denn zu dem, der es weiß? Oben links ist er gerannt. Hast du gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, aber er hat für den Mitspiel. Er hat einfach nicht hingespielt. Traumpass auf Timmy Chandler. Und die Flanke ist eine richtige Chandler-Flanke. Da muss man sagen, ist das Spiel relativ realistisch gerade gewesen. Die kam nicht mal annähernd zu einem Mitspieler. Alter, lass mich in Frieden! Ich weiß einfach nicht, wie man Ball schießt. So, jetzt mache ich gleich Zeitspiel. Es sind nur noch 3 Minuten. Wolltest du nicht 10 zu 0 irgendwie? War das nicht die Ansage? Naja, Zeitspiel. War vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Oh, okay, jetzt kommt noch ein Tor. Jetzt kommt noch mal eins.
Oh, was war das? Alter, nimm doch mal den. Ja, okay, komm was und direkt nach hinten. Was war das Komisches? Ja, zu weit. Nicht ganz so lang die Taste drücken. Wenn du sie zu lang drückst, dann geht der Ball zu weit. Okay. Was war das jetzt? Was? Abpfiff? Oh! Ja, da will ich aber auf jeden Fall nochmal ein Rematch, Alter. Da will ich auf jeden Fall nochmal. Du musst mal gucken. Manchmal sind die Schuss- und die Flankentaste vertauscht. Also bei mir ist es Schießen mit Viereck und Flanken mit Kreis. Das ist die alternative Steuerung. Wenn das bei dir klassische Steuerung ist, dann ist bei dir. Mit was für einem Pad spielst du? Mit dem Xbox-Pad aktuell. Ja, du musst mal gucken, ob B Schießen ist oder ob B Flanken ist. Weil die Schuss- und die Passtaste, die Flankentaste sind oft vertauscht. Okay, da muss ich aber. Okay, dann muss ich aber gleich nochmal gucken. Ja, für Revanche, ja, ja, alles richtig. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das denn noch schnell einstellen kann. Also, A ist auf jeden Fall ein guter Pass. Ja, und weiter weiß ich es irgendwie nicht. Ich glaube, es ist B. Also, wir können auch gleich also Kreis. Mal spielen, dann könnten wir zu zweit in einem Team spielen. Ja, das können wir danach machen. Jetzt müssen wir erst nochmal gegeneinander machen. Ja, ja. Die Königsdisziplin ist ja, was wir ja dann auch immer auf dem Sender gespielt haben, ist Pro Clubs. Da spielt man dann 11 gegen 11. Jeder Spieler spielt einen andere, also eine feste Position im Team. Eine Mannschaft hat ja 11 Spieler. Und dann spielst du zum Beispiel nur Stürmer. Und dann musst du auch auf deiner. Oh, jetzt bist du rausgegangen. Ach, weil das so dumm ist. Entschuldigung, ich habe dich neu eingeladen. Ja, es ist blöd einfach. Man wird da, kriegt ständig angeboten, willst du rausgehen? Willst du rausgehen? Okay. So, da bist du wieder. Ich bleib bei Frankfurt, komm. Was soll der Quatsch? Zur kompletten Verwirrung nehme ich jetzt die schwarzen Trikots und du die roten. Vielleicht ändert das was. Controller-Einstellung. Einmal kurz gucken, ob ich das hier. Oh, zu viele Fragen, zu viele Sachen, verstehe ich nicht. Okay, hier, Steilpass Y, X hoher Pass, Flanke, Kopfball, B ist Schuss. Okay, also einen hohen Pass und hoher B. Hoher Pass ist Flanke, ja. Okay, ja gut, Steilpass ist, klingt mir zu kompliziert, aber gut. Nee, Steilpass ist sehr wichtig. Steilpass ist wirklich, damit machst du die meisten Torschuss. Also ich schieße den quasi weit übers Feld zu einem anderen, ja? Ja, du spielst quasi nicht direkt, also mit X spielst du da, wo der Spieler jetzt steht und mit bei dir oben, was ist das, Y, spielst du quasi in den Lauf. Das heißt, da, wo er, wenn er Vollsprint hinrennt, der Ball dann kommt. Also weißt du, in den also Raum, er spielt in sich den selbst freien Raum, hin. Okay. In den freien Raum hinter oder vor dem Spieler. Das ist sehr wichtig. Okay, cool. Ja, wir spielen gleich noch Pro Clubs und so, machen wir alles noch. Jetzt ja, aber erstmal. Pro Clubs zählen uns ein bisschen. Ich mach mal erst die Skills mal. Wahrscheinlich, die haben wir das nicht freigespielt. Spieler. Ach so, nee, du kannst nicht halt einfach online gehen und dann hast du irgendwie. Ja, das macht keinen Spaß. Da hast du dann irgendwelche zugeordneten Leute, glaub mir. Das ist, du musst noch ready, du musst aus dem Menü raus und noch ready machen. Ich kann irgendwie nur, ich kann spielen. Ach ja, das meintet ihr. Ja. Spielen, ja. Steilpass, ich probiere den gerade mal. Was, das war doch kein genau, Steilpass. Genau, und noch ein Tipp, beim Schießen reicht es manchmal wirklich nur, die Schusstaste anzutippen. Ja, also wenn du sie zu lang gedrückt hältst, bis er dann automatisch schießt, dann geht der Schuss immer übers Tor. Gerade wenn du im 16, also im, wenn du okay. im also nur gegnerischen Strafraum bist, also nah am Tor bist, dann einfach nur kurz antippen oder maximal eine Sekunde die Schusstaste drücken, das reicht. Was steuert sich, ich weiß nicht, ob das Input-Lag ist oder so, es steuert sich, als ob man hier Dampfwalzen steuert, statt Fußballspielern, aber gut. Vielleicht ist das so beim neuen FIFA. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich versuche gerade, dir den Ball irgendwie abzunehmen, indem ich mal mich taktisch gut platziere. Das natürlich, aber das klappt nicht. Wer hat denn eigentlich Chandler da auf die rechte Seite gestellt? Ja, ich versuche, das Spiel auseinanderzuziehen. Oh, geblockt in letzter Sekunde. Und ja, da beschwert er sich. Was? Warum denn? Brutales Foul. Was? Ich hab B gedrückt. Sei froh, ich kann. Ach nee, es gibt Freistoß. Die Mauer steht. Ich kann zum Glück keine Freistöße.
keine Ahnung, was ich da mache. Da juckt sich der Neuer nicht mal am Knie. Da macht er gar nichts. Da steht er einfach nur rum. Und jetzt wird geballert. Und Abschlag. Alter. Ich würde sogar sagen, von allen Spielen, die ich je gespielt habe, ist FIFA das, was ich am meisten gespielt habe. Naja, mit Quake. Weil ich halt über Jahre hinweg, wobei Quake habe ich halt irgendwann aufgehört zu spielen. FIFA spiele ich ja, na gut, habe ich jetzt auch quasi aufgehört, aber habe ich ja bis vor 2 Jahren oder so noch ziemlich regelmäßig gespielt. Nein! Also mehr Stunden habe ich in wenig Spiele, glaube ich, gesteckt. Ich weiß, man sieht es nicht, aber es ist nicht so. Das wollte ich auch gerade fragen. Mann, jetzt! Und Hinti. Jetzt geht Hinti an den Mann, Leute! Ausmahn. Das kennt man natürlich. Nein, wieso springst du denn drüber, du Hirtenkind? So, rausgehauen, die Sau. Über den Doppelpass drüber, ey. Und ein dicker... Bock, ja! Nein. Lindström. Ey, warum rennt der daran vorbei? Schon wieder ein Foul. Ja, Vorteil gepfiffen. Ja, die Bayern-Abwehr steht. Ein Bollwerk. Mann! Ja! Abgenommen den Ball. Abgenommen! Ja, foul mich doch. Foul mich doch. Sagt man auch auf dem Feld übrigens, wenn du einen Gegenspieler hast. Fau mich doch. Oh Mann, was ist das für ein lahmer Ball? Dieser Ball ist nicht maßstabsgetreu. Das ist falsch aufgepumpt. Ah. Oh, schon wieder zu weit vorgelegt. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Ball. Oh! Immerhin ein Torschuss und nur im Nachgreifen Kevin Trapp. Kommt Tuta. Tut er gut spielen oder tut er schlecht spielen? Das fragt man sich. Shit, shit, geh doch mal hin. Geh doch mal, warum geht mir einer hin von euch? Gut, dribbelt Simon jetzt in die Mitte. Ah, das hat nicht geklappt. Scheiße. Dicker lässt ihn aussteigen, baut das Spiel auf. Timmy Chandler, stärkster Mann. Den hätte er natürlich in den Lauf spielen müssen. Da ist GB Soul. Der kann auch mal aus der Distanz, aber macht er ja nicht. Warum ja, macht ja er das denn nicht? Warum schießt er denn nicht? Warum will er da wieder ins 1 gegen 1? Er kann doch gar nicht dribbeln. Das sollte er lieber nicht machen. Und der Pass hier jetzt auf Lewandowski. Ach. Der versucht noch von der Distanz. Aber das war natürlich... Das ist so dumm, ne? Viel zu schwach. Das ist so dumm, wenn du so ja weit weg bist vom Tor, da musst du dann den Schussknopf natürlich länger halten. Ich muss einfach warten. Ich muss länger warten noch. Shit! Oh. Jetzt gibt's Elfmeter. Und rote Karte. Das ist nee richtig hart. Das würde ich gerne noch mal sehen. Oh, aber Moment mal, aber ich hab mich doch hingelegt, bevor du an mich rankamst. Herr Schiri sagt, du hast ihn gefoult und warst letzter Mann. Hast Alter. Eine Torchance vereidelt. Und guck mal, er ist richtig aufgeregt hier. Ja, ja, verstehe ich. Wo werde ich hinschießen? Du musst mit dem rechten Stick einfach nur in die Ecke okay oder wo auch immer du willst. Schießt ja eh oben links rein. Ja. Aber ich hab doch angedeutet. Ja, so eine Scheiße. Muss ich denn auch noch einen Button drücken? Weil der hat sich jetzt gar nicht gehechtet. Guck ihn dir doch an, wie einfach nur... Ich glaube, man muss nur den rechten Stick in die Richtung, aber ich bin mir auch nicht sicher. Shit, ey. Elfmeter. Ich weiß es gar nicht, Chat, wie ist das? Muss man noch einen Knopf drücken? Nee, nur rechten Analogstick, glaube ich, in die Richtung. Er war natürlich auch brutal gut geschossen, muss man sagen. So, wir können mal hier taktisch was machen. Oh, vielleicht soll ich erstmal verteidigen. Jetzt deine Chance! Ja! Ah, hätte ich aber in den Lauf in die Mitte oder so spielen müssen, ne? Nicht Torschuss. Hätte ich nochmal in die Mitte passen können, ja, aber
Torschuss war auch okay, war nur ein bisschen zu schwach. Also in so einer Situation kann es natürlich auch sein, wenn du festschießt, kann der Torhüter oft nur abklatschen lassen, also den Ball abprallen lassen. Und dann kann man nochmal nachlegen, ne? Und dann kannst du den zweiten Schuss, kann dann der Stürmer reinmachen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, jetzt erstmal Philipp Kostic auf der linken Seite, da ist er natürlich stark. Und warum machst du den denn mit dem Kopf, Alter? Alter, schön nach hinten, zu weit nach hinten, ärgerlich, scheiße. Wieso? Oh Gott, wo passt du denn hin, Junge? Tja, ich natürlich nicht, muss dich schon an die Regeln halten. Das war furchtbar. Volle Socke. Oh, du hast gewechselt. Tolisso ist raus wegen Verletzung. Au! Wieso? Da Au! Stellt sich natürlich die Frage, warum steht er überhaupt auf dem Feld? Kein Stammspieler normalerweise bei den Bayern. Ich habe wieder einen Verletzten. Oh, und abgefangen. Simon, du fieses Stück Kuchen. Na, was war denn das für ein Ball? Oh, böses Foul von hinten in die Haxen. Überhaupt nicht. In die Hacken vor allem, meine ich. Ah. Okay, gut gesehen, aber schlecht gespielt. Oh Mann, ich will den Ball auch immer reintragen, ey. Was war denn das jetzt? Halbzeit. Oh! Das ist doch, der Schiri hat doch ohne Scheiß, der hat doch mit euch zusammen in die Sauna ist er gegangen. Ich bin doch, war doch gerade auf dem Weg. Das passiert ständig, also dass die Schiris mit den Spielern in der Sauna abhängen. Ja, da werden die Deals. Die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Da werden die Spiele entschieden. Bei 50 Grad. Ja, okay, das war schon mal gut. 1-0 kann ich sogar fast mit leben. Es ist nur Halbzeit, es geht noch weiter. Ich weiß. Ich muss mal kurz eine Auswechslung vornehmen. Ich verstehe das hier nicht. Okay, wir haben natürlich. Das macht überraschenderweise sogar ein bisschen Spaß. Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Was meinst du, wie das Spaß macht, wenn du richtig weißt, was du da tust? Wenn man echt, auch in echt auf dem Feld steht, so wie du, ne? Wenn man ja, den Fußball atmet. Für mich als Fußballspieler sozusagen. Aber es ist so ein bisschen, stell dir vor, es gibt ein Spiel, wo man Streamer ist oder Moderator. Man merkt natürlich, ich als Fußballprofi merke natürlich, wie unrealistisch das Spiel manchmal ist. Shit, warum hast du dem den Ball abgenommen? Das ist nicht fair. Neu eingewechselte Hauge verliert direkt den Ball. Auch das ist realistisch, muss man sagen. Er kommt da über die Flanke. Er kommt über die Flanke. Keiner kann ihm was. Thomas Müller war das. Ist Thomas Müller? Der hat auch mal was gemacht. Hat er das erste Golden Goal gemacht? Nee, das war was anderes. Ne? Das war aber Thomas Müller, irgendwas klingelt da. Ich kenne ihn irgendwoher. Ja, den spielt er vielleicht Halo? Halo Wars. Ist der bekannt da? Jetzt hör mal auf! Ede! Und dann immer diese Ablenkung mit den Gesprächen. Immer diese geskripteten FIFA-Sachen, dass der Ball dann extra nicht ankommt. Ich hasse es so sehr. Sagt mir nicht, dass es nicht so ist. Es ist so. Mann! Okay, jetzt schon wieder. Schon wieder Elfmeter? Du darfst nicht so viel grätschen. Ah ne, es war abseits, Gott sei Dank. Du musst aufpassen mit der Grätsche im Strafraum, weil es oft ein Foul und Foul im Strafraum heißt Elfmeter. Okay. Also die Grätschentaste am besten im Strafraum wirklich, ja, ich würde sagen, einfach nicht benutzen. Ja, du hast ja recht. Hast ja wirklich recht. Es ist zu verlockend, aber es bringt auch nichts. Oh Mann. Komm Leute, ein Tor. Alles, was ich will. Ah, komm. Jawoll! Direkt raushauen, direkt raushauen.
Schon wieder zu weit. Du schenkst den Ball zu schnell ab. Guck ja, mal, jetzt habe ich wieder Angriff. Ja, ich weiß. Du kannst auch den Ball abwerfen mit der X-Taste, also mit der Pass-Taste. Wenn du nicht die Schuss-Taste mit dem Torwart drückst, sondern die X-Taste, dann wirft er ihn zu einem Mitspieler. Das ist meistens die bessere Variante, weil dann kriegst du ihn. Dann bist du zwar nicht so weit vorne schon. Aber du hast ihn, ja. Du hast wenigstens den Ball, genau. Mann! Was war denn jetzt schon wieder? Schon wieder abseits oder was? Ey, dieser Schiri geht mir auf die Nuss. Ja, mir auch. Ja, schön. Was? Shit. So, jetzt machen wir das Spiel breit, schön auf die Außen. Dann müssen deine Abwehrspieler auch nach außen gehen. Und dadurch entstehen Lücken in der Mitte, verstehst du? Oh, das ist er jetzt. Das ist der Lauf. Er spielt nach oben. Da wurde ihm der Ball abgenommen. Hamburg Eddy hat die Chance. Nein! Da wollte er den Torwart manipulieren. Wieso kommt der Neuer da nicht raus? Oh, was war das schon wieder für ein dummer Lauf, ey. Nein, ich hatte ihn doch. Oh, ich auch. Jetzt hör auf! Okay. Zeitspiel! Na, aber du musst ja was machen. Ich führe ja. Na gut. Ist halt lame. Die Fans werden das dann schon entsprechend kommentieren. Ja, das natürlich. Och Mann, ey. Was? Shit! Einfach mal in den Winkel da jetzt. Okay, jetzt mache ich mal was anderes hier. Was hältst du davon? Antonio Rüdiger wechselt wohl, habe ich gerade im Chat gelesen, zu Real Madrid. Findest du Ablösefrei? Raus mit dem, raus mit dem, Rüdiger. Wie der schon heißt. Das ist eine gute Verpflichtung. Oder? Das ist, glaube ich, die beste. Ich glaube, es ist die beste. Ich hätte es auch so gemacht. Ich hätte vor allem die Kohle hätte ich behalten. Der ist günstig weggegangen, ne? Er ist ablösefrei gewechselt zu Real Madrid. Ja, siehste, günstig weggegangen. Ja, machen wir. Champions-League-Sieger. Und alle anderen kriegen eine Sauna. Hier. Verdammt scheiße, ey. Was ist so lahm, das Ding, dem konntest du, ey, das war wieder Brieftauben-Modus hier. Oh, Daichi, versteck dich doch nicht immer. Wie soll ich dich denn anspielen? Geh doch mal in die Tiefe. Shit, shit. Ja, oh, ja, Mann. Ja. Jetzt. Was war denn da schon wieder los jetzt hier? Ja, siehst du? Das ist aber auch mal deine Schuld. Kacke, ey. So, Achtung, den hau ich jetzt aber mal rein. Nee, die kann er nicht. Keine Sorge, Leute. Ede kann keine Freistöße. Guck. Oh. Naja. Das stimmt. Ich kann es wirklich nicht. Renn durch! Hör jetzt auf, warum nimmst du mir den ab? Oh, Kacke. Viel gedrückt schon, ne? Der ich hab schon ein bisschen gedrückt. Drauf rumgedrückt, ja. Ja, passiert. Passiert wirklich den Besten. Also mir passiert das zum Beispiel auch. Ach, diese Arroganz, das ist auch mal schön. Also ich meine, die Arroganz habe ich ja immer, aber dass man sie ja. Auch dann, dass man sie ab, unter, also so ein bisschen auch... Gerechtfertigt, ja. Wobei, es steht gerade mal 1-1. Oh. Ja, Mann, der hätte doch auch mal reingehen können. Jetzt, Philipp, komm. Oh, shit, was war denn das, du Trottel? Mann, die Eintracht ist so scheiße, die Pässe, egal wie viel man drückt, komm einfach nicht an. Jetzt rennt er, jetzt warte ich mal extra lange. Nein! Ein Tor, mehr will ich doch nicht. Sehr gut.
Da spielt er sie alle aus. Jetzt in die Mitte! Oh. Simon, was machen wir, wenn du ein Spiel gewinnst? Wir müssen ja irgendwas verabreden. Was muss ich dann machen? Dann musst du mit mir... Frage. Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 spielen, genau. Shit, aber du hast ja nicht mal... Hast ja nicht mal verloren. Nee. Shit, ey. Willst du denn noch? Hast du noch Bock? Mir macht's mega Spaß. Ich kann das den ganzen Tag machen, echt. Also ich würde auf jeden Fall auch noch eine weitere Session würde ich noch machen. Wir können ja auch später nochmal Koop spielen. Ey, ich brauche mal kurz eine Sekunde. Ich muss mir ein Cappuccino holen. Ich muss kurz fünf Minuten Pause. Aber wir sehen uns gleich. Wirklich fünf Minuten. Drei Minuten, okay? Wir sehen uns in drei Minuten. Ah, mhm. Oh, Leute, es ist so spannend. Bis gleich, wir sehen uns. Schon mal. Oh, jetzt ist, glaube ich, sogar abgestürzt. Zum Perfekten. Pro Clubs macht einfach am meisten Bock, wenn du dann noch deinen Charakter hast, der sich entsprechend weiterentwickelt und so. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe FIFA 22, glaube ich, noch nicht, weiß ich gar nicht, ob ich es einmal gespielt habe oder fast gar nicht gespielt. Okay. Den Vorgänger habe ich auch kaum gespielt. Ich bin wieder da. Ich lade ihn direkt wieder ein. Es wird ja auch besser. 3-0, 1-0, was kommt jetzt? Was kommt jetzt, genau. Ach, ich wäre schon sehr happy mit einem Unentschieden. Wieso kann man denn hier eigentlich nur Bundesliga nehmen und nicht internationale Vereine? Na gut. Ich würde gerne mal einen anderen Verein nehmen jetzt. Eigentlich, aber nicht, natürlich nicht aus der Bundesliga, aber es geht gar nicht. Wieso kann ich denn hier nur... Was ist denn mit den internationalen Vereinen? Okay. Okay. Du nimmst wieder Bayern? Also ich kann auch mal jemand anderen nehmen. Ich kann Fürth. Ach, oben das Land, warte mal. Hertha BSC, Leverkusen. Guck mal, wenn du oben kannst du das Land verändern. Ja. Dann kannst du aus anderen Ligen dir Vereine nehmen. Es gibt halt echt schon ein paar sehr schlechte, ne? Also, die haben wirklich gar nichts. Argentinien, das ist doch eine gute. Die argentinische Nationalelf. Die nehme ich jetzt. Die hat sogar ganz gute Werte. Ja, also deswegen. Meine, da hast du Messi. Deshalb hast du beim Angriff 86. Also, wen nehme ich denn? Okay, du nimmst argentinische Nationalmannschaft. Dann nehme ich. Ja, ich will es jetzt auch nicht unfair machen, aber. Ich will auch eine Nationalmannschaft nehmen. Welche Nationalmannschaft soll ich nehmen gegen Argentinien? Deutschland wäre natürlich. Ozeanien. Deutschland, Argentinien. Ja. Was sind denn die schlechtesten? Gibt's so ein Team, die immer die schlechtesten sind, über die sich alle lustig machen? Wahrscheinlich sowas wie. Sag nichts Falsches. Inseln jetzt. Oder sowas. So, irgendso. Die haben nicht genug Platz für ein Fußballfeld. Ja, die haben vor allem nur so 500 Einwohner, aus denen sie dann ihr Team zusammenstellen müssen. Da muss dann der Verwandte vom Trainer muss da mitspielen oder so. Die üben in Homeoffice. San Marino hat auch. San Marino. Ist San Marino die schlechteste Nationalmannschaft? Holland, sagt ihr. Holland ist aber sehr stark. Das wäre ein bisschen unfair. Frankreich ist natürlich auch sehr stark. Ich nehme die deutsche Frauennationalmannschaft. Ja, bitte. Oh, Frauenteams können nur gegen andere Frauenteams. Aber es ist doch ein Videospiel. Weißt du nicht. Dann nehme ich. Ich weiß nicht. Ich hätte auch Bock, mal auf ein Team in einem Team zu spielen, das nicht komplett scheiße ist, aber dann ist es halt auch unfair. Wobei unfair ist es ja sowieso. Ist nicht unfair der Sinn der Sache? Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen Motto dieser Woche. Ey, du weißt doch noch, als wir Getting Over It gespielt haben, ne? Ey, ich schwöre dir, ja. Ich habe das gestern gespielt. Ich habe, wie man sich da aufregen kann, das ist mehr als alles andere. Mehr als im Straßenverkehr, im Stau stehen, keinen Parkplatz finden, all das zusammengenommen. Das Spiel macht einen so fertig, aber es ist auch so geil. Ich habe es vielleicht ein Drittel hochgeschafft, aber ich bin weitergekommen als das letzte Mal, als wir vor 3 Jahren gespielt haben. Immerhin. Gut, das ist nicht so schwer. Ey, doch. Da ist nämlich diese Stelle, wo so eine Schlucht nach oben geht mit zwei Lampen und da hochkommen. Das ist jedes Mal die Hölle. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich bin echt überrascht, wie viel Spaß das macht. Naja. So, ich nehme Dänemark. Gut. Welche? Bleiben wir dabei? Ja, so okay. Sieht's gut aus. Hauptsächlich, die Trikots sind schön. Wen haben wir denn da? Oh, Emil Heuberg,
Delaney, Yusuf Paul, da sind ein paar Spieler, die man auch aus der Bundesliga kennt. Yannick Westergaard. Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen besser als die Eintracht jetzt, das Team hier. Zumindest von den, natürlich nicht in echt, aber hier im Spiel. Danish Dynamite gegen Lionel Messi und Argentinien. Wobei ich weiß, ist Messi noch? Spielt er noch aktiv für Argentinien? Ja, ne? Ja. Okay, bist du noch da? Ja, ich bin, aber ich habe. Fragst du mich? So, ich weiß nicht genau. Ich wollte nur wissen, weil, wenn du nichts sagst, ist es so still, dass man das Gefühl hat, okay. Bist du da. Nein, ich alles bin gut schon noch. Okay, da. Los geht's. Ja, gut. Wir machen hier mal Einstellungen. Okay. Oh, da geht schon der erste Angriff los. Ja, zu lang gedrückt. Zu lang gedrückt, aber immerhin erster Torschuss. Oh, die Sonne ist krass. Sag mal, gibt's eigentlich Sonnenbrillen? Gibt's nicht, oder? Im Fußball? Nee. Aber was machst du denn da? Ich meine. Super ja, aber, gefährlich, ja. Nicht in okay. Die Sonne gucken. Ja, aber das ist ja teilweise unmöglich. Also, wenn ich. Also, die. Es gibt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das noch erlaubt ist. Früher war das auf jeden Fall so, dass die Torhüter vor allem auch mal eine Baseball-Cap getragen haben. Ha, interessant. Damit die. Nicht geblendet werden von der Sonne, weil für einen Torhüter ist es natürlich super scheiße, wenn er dann den Ball nicht sieht. Und es ist ja auch eigentlich der einzige Einsatzort für eine Baseball-Cap, ne? Dafür ist die ja da, dass du nicht von der Sonne geblendet wirst. Eigentlich schon, aber interessant, habe ich nie gesehen. Aber Sonnenbrille, du machst ja Kopfbälle und so weiter und ja, das, ist recht, das ne? kann natürlich super gefährlich sein. Generell darfst du keine Brillen, keinen Schmuck. Aha, Behinderte werden ausgeschlossen. Ja. Naja, du darfst ja Kontaktlinsen, dürftest du. Aber stell mal vor, du verlierst die und musst sie dann erstmal suchen. Muss das Spiel eingestellt werden. Hast du mich gerade behindert genannt? Nein, aber wir lassen es trotzdem mal so stehen. Also ich fühle mich davon angegriffen, möchte diesen Humor nicht. Okay. Gehöre einer Minderheit an. Ich verstehe. Ich habe da hart dran zu kämpfen. Mit Humor hast du es ja nicht so. Das auch. Die Minderheit mit Humor bin ich. Ah, oh, bop. Ja, abgeblockt. In den Lauf. Scheiße, ich glaube, diese Taste ist komplett nutzlos, ey. Oh, jetzt. Nein. Jawohl. Der blockt nicht. Martinez. Stimmt, beim Basketball zum Beispiel darf man Brillen tragen. Da gibt es so spezielle Sportbrillen. Sehr bekannt natürlich. Ja. Horace Grant, damals mit Michael Jordan in einem Team gespielt. Der hatte so eine Sportbrille, die, glaube ich, so aus so einem Plastik ist. Und tatsächlich dürfen Spieler zum Beispiel, wenn sie einen Nasenbeinbruch hatten oder so, kriegen die dann so Gesichtsmasken. Oh, wie, ja, die habe ich mal gesehen. Graf von Monte Cristo so ein bisschen. Also es gibt schon die kuriosesten Sachen beim Fußball. Ist einfach eine tolle Sportart, oder? Ja, das ist korrekt. Oh, abgefangen. Nein! Alter, der muss heute arbeiten. Oh ja, Edgar okay. Davids, stimmt. Edgar Davids, berühmter Fußballer, der hatte eine Sonnenbrille. Wieso ist das denn doch erlaubt? Ist das doch vielleicht erlaubt und ich wusste es gar nicht? Aber dann würde man es doch viel häufiger sehen, oder? Ist doch schon ein Vorteil auch. Vielleicht hatte der eine Sondergenehmigung oder sowas? Ich weiß es nicht. Oh Mann, nein! Stimmt, Edgar Davids habe ich ganz vergessen. Kannst ja mal googeln. Edgar Davids, ganz berühmter Fußballspieler, der unter anderem bekannt war, dass der immer eine Sonnenbrille hatte. Oder eine Sportbrille. Ich weiß nicht, ob es eine Sonnenbrille war. Ich schätze mal, es war eine Brille mit echten Gläsern. Aber du hast doch, Simon, erzähl uns mal ein bisschen, du hast doch sogar Fußball im Verein gespielt. Ja. Warte mal, lass mich kurz. Ah, leck mich nicht ab, du willst mich ablenken, du Sau. Nein, ich will dich nicht ablenken. Der Trick hat voll funktioniert, sonst wäre das jetzt ein Tor gewesen. Ich war quasi schon drin. Ja, ich habe im Verein gespielt über Jahre. Und fand das immer furchtbar, weil man musste immer so früh aufstehen dafür. Und dann musstest du irgendwie dann am Wochenende oder so immer zu diesen Turnieren fahren. Ich fand's furchtbar. Und ich wollte ja immer, habe ich erzählt. Du warst in der Mannschaft. Ich war richtig in der Mannschaft. Ich war jetzt aber eher so ein Bankwärmer. Aber ich wurde auch mal eingewechselt, weil wir waren ja alles Kinder. Da kannst du ja nicht einen die ganze Zeit sitzen lassen. Und ich wollte immer mit den Gegnern reden. Ich wollte ja immer Leute kennenlernen. Und dann habe ich immer mit denen Gespräche angefangen, während ich sie gedeckt habe. Und und mehr ist dann nicht passiert. Einmal hat mir so ein dickes Kind aus dem Gegnerteam mit seinen Stahlstollen, die verboten waren,
hat quasi die Hacken hochgerissen und hat mir das Ding ins Gesicht gefetzt und hat mir das ganze Gesicht zerrissen. Ja, ja, kein Witz. Und dann bin ich. Siehst du so aus, wie du jetzt aussiehst. Ja, vorher war ich super hässlich und danach war ich so schön wie jetzt. Und der hat mich, wie gesagt, total zerfetzt. Und das war echt schlimm und da habe ich dann aufgehört. Das hat mir irgendwie gezeigt, dass selbst Fußball mich umbringen will. Ja, ist tatsächlich eine sehr harte Sportart. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Sportart gibt mit mehr Verletzungen als Fußball. Aber wenn du ihn natürlich auch die ganze Zeit voll getextet hast. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich war das die notwendige Rache. Ja, ich habe die... das Verhalten beim Fußball habe ich irgendwie nie wirklich verinnerlicht. Wie gesagt, mich hat auch tierisch genervt, dieses ständige Hin- und Herrennen. Ich habe ja nichts gegen ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen Kram und so, aber dieses Hin- und Herrennen die ganze Zeit. Und dann darfst du ja immer nur deine Sachen machen. Mittelfeld, äußeres Mittelfeld. Ich glaube, das war sogar meine Position, Mittelfeld irgendwie, aber am Rand oder so, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf der Auswechselbank Richtung Mittelfeld. Genau, direkt am Mittelfeld Auswechselbank. Trainer, welche Position spiele ich? Ja, eine ganz wichtige Position. Du bist direkt in der Mitte des Spielfelds, etwas außerhalb des Spielfelds. Du organisierst das Wasser, die Getränke für die Mitspieler. Ach, der Waterboy. Ich mache jetzt nur noch Torchancen. Unter einer Torchance mache ich es nicht mehr. Komm mal her. Ja, Dänemark gefällt mir nicht. Die spielen zu viel hinten rum irgendwie. Das aber du spielst doch gerade. Ja, aber die stellen sich halt so auf. Ich kann ja auch nur das anspielen, was mir geboten wird von der KI. Und das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Jetzt mal. Shit! Mach was! Ah, sehr gut. Lass ihn rausgehen. Ah, verdammt, was ist denn hier los? Ja, gut, Martinez. Ey! Das ist überhaupt nicht okay. Ey, ich hatte den Ball doch schon. Alles zugestellt. Ich komme hier kein... Mit meinen Leuten, ne? Ja, tatsächlich. den Autos der reichen Fußballer ist die ganze Strecke vollgestellt. Was würdest du schätzen? Weißt du, was Fußballer so verdienen, Simon? Na, ich kenne diese super krassen Ablösesummen von 50 Millionen und so ein Kram. Das geht an den Verein, ne? Genau, das ist ja nur der Wert, sozusagen der Preis von einem Spieler, sage ich mal, den ein Verein kauft. Also wenn jetzt eine Ablösesumme ist, wenn jetzt ein Spieler sagt, ich will Messi kaufen. Ja? Aber davon kriegt Messi ja nichts. Das geht nur an den Verein. Aber was würdest du denn tippen? Also nicht mal Provision oder so. Das ist ja krass. Nicht von der Ablösesumme. Okay. Ja, gibt es bestimmt auch, aber ist nicht die Regel. Aber was würdest du denn schätzen, was so ein Messi verdient? Also im Jahr. Naja, das müssen... Jahresgehalt, ohne Sponsoren oder so. Nur vom Verein als Gehalt. 20 Millionen. Super viel, ja, ich weiß. Schlecht. Aber echt? Echt? Ja, es ist glaube ich, so 45 Millionen. Ey, das ist Wahnsinn. Dafür, dass der den Ball rumschiebt mit seinen Hacken. Das heißt also, 1 Million pro Woche kannst du so 1 Million pro Woche. Also einmal pro Woche bist du Millionär. Das kannst du wahrscheinlich, okay. 10.000 pro Ballkontakt. Das ist ja nur das Gehalt, ne? Dann kriegst du natürlich noch Werbegelder. Die Unterschrift, Boni und du kriegst natürlich noch die ganzen Buyout. Ja, also kannst du sagen, so wahrscheinlich verdient er so im Jahr 150 Millionen. Keine Ahnung, vielleicht sogar noch mehr. Das freut mich für ihn. Das ist ein guter Mann. Hat er. Ich meine, muss man ja tatsächlich sagen, ich meine, so Sportler auf dem Niveau, da wird so viel Geld mitgemacht, die sollen ruhig mitverdienen. Aber es ist natürlich völlig verrückt. Es ist halt völlig verrückt. Aber es ist halt auch irgendwie kann ich schon verstehen. Es ist ja wirklich auch ein krasser Sport. Aber wie krass das ist, wenn du irgendwo herkommst, wo du halt gerade mal so, wo das Tor aus 4 Latten besteht, weißt du, und dann plötzlich bist du irgendwie im Jahr 100-facher Millionär. Das musst du dich doch irre machen. Da musst du doch ein arroganter Fatzke werden. Naja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, also am Ende, es bringt ja eh nichts über Sportgehälter irgendwie. Ja, das stimmt. Aber es ist halt so, dass die oft halt schon, weiß ich nicht, ihren ersten Millionenvertrag mit 18, 19 unterschreiben. Ne? Und da frage ich mich halt schon, wenn du noch ein junger Kerl bist irgendwie, 18, 19 und hast schon ausgesorgt oder so, ob das nicht irgendwie... Naja, sie werden es nicht bereuen, schätze ich mal, aber... Naja, das denke ich auch, aber ja, ich denke am Anfang, gerade wenn du jung bist, da willst du dann noch
in die richtigen Dinger, da willst du Turniere gewinnen und so. Da ist das Geld zwar wichtig, aber noch nicht essentiell. Aber je älter du wirst, irgendwann ist das Geld wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du es machst. Behaupte ich jetzt mal ganz frevelhaft. Ja, ist ja so. Am Anfang auch, willst du sicherlich nur... Der berühmte letzte Vertrag, also der letzte große Vertrag, wenn du dann schon... Lotte Matthäus. Ja, wenn du halt schon so um die 30 bist und weißt, okay, jetzt kriegst du nochmal ein Vertragsangebot vom Verein, so mit 33, 34 beendet man so in der Regel dann vielleicht die Karriere. Das heißt, das ist der letzte Vertrag, da willst du dann nochmal... Da wechseln dann viele auch ins Ausland, zum Beispiel nach Saudi-Arabien oder China oder irgendwie sowas, wo es dann nochmal... Wo dann der sportliche Reiz eher... nicht so mehr da ist, weil die Ligen scheiße sind. Aber ja, oder Trainer, ne? Werden die nicht alle irgendwann Trainer? Ja. Also die, die es ein bisschen können, die ein bisschen reden können noch. Das Alter! Nein! Nimm den Ball! Ja! Nein, nimm den Ball! Ah! So eine Scheiße! Hier kommt die Frage in meinem Chat, ob uns die Rocket Beans Millionen verändert haben. Ja, sobald sie auf dem Konto sind, garantiere ich, werden sie uns verändern. Das Ding ist ja immer, ich sag ja immer, wenn ich Millionär bin, ihr werdet es sehr schnell merken. Ich werde kein Geheimnis draus machen. Ich werde nicht so ein Finn Klima, jo, ich verdiene ja nichts dran. Wenn ich Millionär bin, ihr werdet es sehr schnell merken. Ja. Der Tag, an dem ich Millionär bin, es ist sofort, ihr werdet sofort sagen, ah, okay, er ist Millionär. Um echt zu sein, habe ich auch vor, das so zu machen, dass alle das merken. Ihr werdet es sofort feststellen. Es ist sofort, ah, okay, er ist Millionär, alles gleich, weiß es. Wenn du dich bei der Eintracht Frankfurt eingekauft hast und irgendwie vorne mitspielst. So. Ja, das ist hier ein... So goldene Zähne, eine goldene Zahnreihe vorne. Geil. Oder so eine fette Goldkette, so wie so ein Rapper. So, wenn ich plötzlich so ein Geldtelefon... Oh, mein Geldtelefon klingelt gerade, sorry. Es klingelt auch nur so katsching, katsching, katsching. Hey, 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 hey. Simon, wäre ein Helikopter wirklich nötig gewesen? Du wohnst doch nur 500 Meter vom Büro. Aber was soll man machen? Ich kann es mir leisten. Ich musste gerade an L.A. denken und die ganzen Helikopter-Touren von den Leuten, die dann immer den ganzen Tag, alle 5 Minuten ein Helikopter. Ja, muss man vielleicht erklären. Wir hatten ein Haus in den Hollywood Hills damals bei der E3. Und man hat wirklich die ganze Zeit Helikopter geflogen, weil das die Reichen sind. Wirklich so, ja, Kobe Bryant ist ja genau an sowas auch gestorben. Also an sowas, in sowas. Und das sind die Reichen, die dann von ihren Mansions in den Hollywood Hills keinen Bock haben, eine Stunde lang im Stau zu stehen im Verkehr. Und das kann man gut verstehen, um ehrlich zu sein. Der Stau ist furchtbar. Genau. Und dann fliegen die halt einfach mal irgendwie so, wie wir mit dem Taxi fahren. Was war denn das für ein Ball? Da gibt es dann sogar echt Flughäfen, beziehungsweise so Landeplätze, wie so Bushaltestellen, nur für die Reichen. Da ist dann, weiß ich nicht, da ist dann Johnny Depp und Jeff Bezos. Das ist wie so ein Joke. Jeff Bezos, Johnny Depp. Die treffen sich hier. Treffen sich an der Bushaltestelle. Oder an einem Helikopterlandeplatz. Ey, ich glaube schon, dass diese Sachen so trifft man sich dann auch. Ey! Da bietet sich einfach keiner an zum Anspielen. Ah, sehr schön gerettet von Simonowski. Es wird jetzt aber auch mal Zeit. Du hast jetzt noch kein Tor geschossen. Es wird Zeit, dass du jetzt auch deine Fans wollen, auch dass jetzt die Chance. Jetzt die Chance. Alleine geht er aufs Tor zu. Wird er das Tor schon rein? Ah, so eine Kacke. Es ist keiner von meinen Zuschauern erwartet überhaupt irgendwas. Ich bin schon happy, dass die Leute überhaupt eingeschaltet haben. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich würde aber auch, natürlich, ich würde auch sehr, sehr gerne mal ein Tor machen. Aber du sollst es mir natürlich auch nicht schenken, ne? Niemals. Das weiß ich, dafür ist es zu ernst hier. Oh, abseits. 2-0, das ist wirklich fies. Also was ich noch nicht hinkriege, sind die Torschüsse. Die würde ich jetzt, wenn ich jetzt längerfristig FIFA spielen würde, würde ich die mal üben. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja jetzt wirklich Gefallen dran und spiele das irgendwie ab und zu mal. Ich meine, mal mit euch zusammen was spielen zu können, wäre ja auch schön. Ja, aber muss ja auch nicht sein. Ich hab verstanden. Ja, ich hab verstanden.
Hier, der Pepper ist bei mir im Chat und sagt, du sollst einfach mal einen Dreier machen. Ich weiß nicht, was er damit jetzt meint. Es ist so ein Dreier ich glaub, ich weiß. Wie beim Basketball, ein Dreier wie beim Porno, ein Dreier, weil also, du ein Spiel gewonnen hast. Pepper, drück dich mal gescheit aus. Ich bin für den Dreier im Porno. Ja. Aber dann müsste ich den ja mit dir machen. Das wäre irgendwie, naja, schon mal, dann ist ja nur noch Platz für eine Frau. Wieso denn das? Achtung, haha. Ja. Shit, ich hätte den so gerne abgenommen jetzt. Und vernascht. Jetzt habe ich Platz, um den Pass zu spielen. Ja. Wie kann man denn mal einen Pass abnehmen? Nein, dafür dribbel ich zu gut, Simon. Guck hier. Aber... Scheiße. Dass Pepper jetzt hier bei FIFA zuguckt, das ist auch komplett komisch. Alles ist komisch, ja. So ist es, wenn ich FIFA spiele. Pepper hat, glaube ich, ähnlich viel Affinität zu FIFA wie du. Achtung, Pepper, das ist jetzt für dich. Das ist jetzt für dich. Ah. Torschuss, guck mal hier, im Nachfassen. Schmeichel. Okay, oh, was, schon wieder vorbei? Das spielen wir jetzt hier schon seit drei Spiele sind 4,5 Stunden. Also für ein Match hätte ich noch Zeit. Dann ja, okay, komm, machen wir noch ein Match. Ja, machen wir noch ein Match. Aber dann machen wir irgendwann nochmal Koop oder so. Wenn der Nils wieder da ist, machen wir mal eine ganze Pro-Club-Geschichte. Dann mit 11 Spielern und du nimmst eine fest. Du darfst ja auch die Positionen aussuchen. Interessant. Ja, echt schade, dass jetzt so in diesem Moment der Nils nicht X, da ist. X, oh, X, Moment. X. Ja, ich drück X. Ich habe übrigens zum ersten Mal über mir die Nachbarn, die sich beschweren, durch Aufstampfen des Fußes. Aber ich tue einfach so, als hätte ich sie nicht gehört. Moment, du hast schon wieder Nachbarn, die sich beschweren? Suchst du deine Wohnung nach beschissenen Nachbarn aus? Kann das sein? Ja, wenn die mir zu nett sind, dann gehe ich da nicht hin. Nee, ich bin zu, ich bin zu laut auch. Ich bin halt schon sehr laut. Aber ich denke mir immer, der da oben läuft rum, als würde er auf irgendwie so diesen holländischen Holzschuhen. Als hätte er die an. Klocks. Klocks, genau. Und deswegen, da soll er ruhig mal ruhig sein. Soll er sich mal gehackt legen. Warte mal, irgendwas ist passiert. Auf online. Dem Gerät, mein Computer fährt gerade runter. Okay, dann hat ja alles funktioniert. Mein der Bug hat funktioniert. Mein Virus. Ja, das sagt sie mir im Chat. Um 3:30 nachmittags gibt es nichts zu beschweren. Hamburg Eddie. Ja, nun. Ja, nee, ich bin, mein Computer ist einfach von einer auf die andere Sekunde runtergefahren. Also richtig ausgegangen, das ist ja lustig. Vielleicht ist er zu warm geworden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss mal nicht. Nee, war ein Bluescreen. Ein Bluescreen, ja. Alter, das volle Programm. Auch nicht schlecht. Na gut, wir warten auf dich. Boah, aber ich muss sagen, das macht mehr Spaß, als ich gedacht habe. Muss ich ehrlich sagen. Bin ein bisschen überrascht. Ja, das freut mich. Das freut mich. Ich habe echt versucht, es so zu machen, dass es dir keinen Spaß macht, aber ich glaub, ja, was soll man machen? Das ist halt Fußball. So, also, ich guck mal, ich vergleiche gerade mal. Du hast 70% Ballbesitz im Vergleich zu mir. Scheiße, ist nicht gut. 5 Tore aber nur, ist nicht so viel. Ah, okay. So, jetzt muss ich hier nochmal alles kurz warten, bis er fertig ist. Sag einfach Bescheid, wenn du wieder drin bist, dann lade ich dich direkt ein. Okay, Leute, hier kurz mal Grüße an euch. Es ist der, also Ede hat einen Bluescreen, den er sich wahrscheinlich selbst schnell reingehauen hat, indem er Programme laden. PC einen Kick verpasst hat, weil er nämlich Angst hat, dass ich jetzt im vierten Match für alle, die gerade alles raushole. Ach ja, FIFA, das kenne ich gar nicht, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Beim Game Pass ist das Teil, wusste ich auch nicht, ich war schon kurz davor, es mir wieder zu kaufen. Aber beim Game Pass kann man 10 Stunden FIFA komplett die Vollversion spielen. Auch mit, wie man jetzt hier sieht, Multiplayer und so. Also, wer auch Lust hat, einfach mal mit einem Kumpel oder so ein bisschen FIFA zu spielen, einfach über Game Pass, ist schon eine geile Sache. Es ist wirklich eine gute Idee. Das wusste ich auch nicht. Ich habe, wie gesagt, für 10, 20 Euro habe ich es gekauft. Es war irgendwie gerade runtergesetzt von 60 Euro. Da habe ich es direkt mal gekauft. Aber ja. Game Pass ist immer eine gute Idee. Ich muss sagen, erzähl. Ich wollte nur sagen, der Game Pass ist wirklich beeindruckend, weil fast jedes zweite Spiel, was ich hier mache, gibt es umsonst im Game Pass. Ja, ist echt top. Ich wollte dir nur ein Spiel empfehlen. Ich habe jetzt zweimal Hard Space Shipwrecker gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das Bock machen wird, aber ich fand es irgendwie geil. Es ist ein sehr ruhiges Spiel.
Ist jetzt auch kürzlich erschienen. Es gibt es, glaube ich, schon länger in der Early Access. Und ja, ich habe das schon eine ganze Weile, aber ich habe es nie gespielt. Da muss man im All diese Raumschiffe zerlegen, oder? Genau. Ist das so? Es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, was die Steuerung am Anfang angeht, weil du halt in der Schwerelosigkeit bist. Aber irgendwie macht es. Es macht irgendwie Bock, so da im Weltraum die Sachen da zu zerlegen mit so einem Schweißgerät und dann die in die verschiedenen Tonnen zu kloppen und so. Das ist irgendwie. Ich habe noch nie was Vergleichbares gespielt, einfach. Ja, sowas ist sehr ruhig. Ja. Aber es macht Bock. Ich glaube, ja, dass ein sowas, also das ist so Sachen ordnen oder einräumen, das machen Menschen irgendwie gerne, habe ich das Gefühl. Du, wir könnten jetzt mal Hamburger SV gegen Berlin spielen. Mal gucken, wie das geht. Das fände ich lustig. Also ich werde weder mit dem HSV noch mit Berlin spielen. Das tut mir leid. Kann ich nicht machen. Aber, komm, einmal ein Fun-Spiel. Oder gibt es so ein Cheat, dass alles Dinosaurier sind oder so? Da wäre ich auch Big Head-Modus. So, gibt's du bist den? Eingeladen. Okay, Moment. Da muss ich gerade mal, ich war eben noch in der Spielsitzung mit dir. Was ist denn jetzt passiert? Noch habe ich keine Einladung bekommen. Jetzt? Na, ich warte mal. Kommt nichts. Jetzt kommt sie. Ja, da ist sie. So, ich nehme jetzt eine Top-Mannschaft zum Abschluss und versuche jetzt wirklich 10, naja, 10 ist unrealistisch, aber 5-0 versuche ich jetzt. Dass du zum Schluss nochmal mit richtig schlechter Laune aussiehst. Richtig schlechte Laune. Okay, versuch's. Ja, dann kann ich aber nicht den Hamburger SV nehmen oder solchen für Nils. Nee, wenn du jetzt hier erste Geschichten nimmst, was haben wir noch? England. Okay. England sind doch auch gut, ne? England ist sehr Arsenal. Sehr. Arsenal! Ich nehme jetzt eine richtig gute Mannschaft. I'm gonna put the Ars back in Arsenal. No. I put the Ars, Ars in back in Null. So, ich nehme Liverpool. Aber wenn es Ars Anal heißen würde, wäre es lustiger. Dann könnte man viel mehr damit machen. Ars Anal. Arsenal. Haben die bestimmt noch nie gehört, den Job. Drück mal X. Glaubst du, die denken so? Das glaube ich nicht. So. Jetzt versuche ich hier. 5-0 ist das Ziel. Okay, alles drunter ist ein Sieg für mich, ja? Das will er nicht her, will er nicht zugeben. Ne? Ja, wer weiß. Ich würde sagen, es wäre ein Erfolg. 5-0 ist nicht so leicht, wie es klingt, weil der Computer spielt natürlich auch immer mit. Aber ja, ich versuche, keine Ausreden. Jetzt ist der Computer schuld. Der Computer ist generell schuld. Direkt mal das erste Tor wäre schon mal geil. Das wäre schon mal ein guter Einstieg. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, was war denn das? Warum? Also es gibt einen Button, wodurch er ungezielt einfach nur irgendwo hinballert. Weil ich habe A gedrückt, das ist doch Pass, dachte ich. Passt der nicht immer nur zu Leuten? Naja. A? Bei mir ist A, X. Du musst natürlich auch in die Richtung von dem Typen spielen. Okay. Sonst haut er ihn einfach irgendwo hin, ne? Okay. Man merkt natürlich jetzt auch, dass du eine gute Mannschaft hier hast. Wir stehen echt eng da in der Mitte, das gefällt mir nicht. Ich muss das Spiel. Ja, komm ja auch aus England. Stark. Hallo Nils. Ja. Das muss der Fußball sein, der den Nils in mir weckt. Wecke den Nils in dir. Spiele Fußball, Ball. Ei auf. Fußball, Ball. Ja, mir ist nichts eingefallen. Spiele Fußball, Ball. Ball, Wieso geht ihr denn nicht nach vorne jetzt, Leute? Guck mal, da unten hängen. Ich würde gern, dass wir so einen Rocket Beans Fußball machen mit so Spezialevents. Sowas wie Multiball. Oder irgendwie, also so ein bisschen Quatsch halt. Aber das könnte man schon machen, lustig. Da ist ja sogar schon was geplant. Ach, ist? Ach, du meinst Golf-Fußball oder was war das, ne? Na, das Fußball-Golf. Da bin ich dabei. Mann. Okay, das war kein geleakt. Stimmt gar nicht, ich habe mir was ausgedacht. War meine Idee. Jetzt gerade. Nein! Ah! Mann! Oh nein! Das war. Ja! Alter, wie geil! Wie geil! Scheiße! Oh, das war knapp. Das war's echt. Das war sehr knapp. Das war die Chance, Simon. Mann, ich spiel so scheiße, ey. Oh.
spiele nie wieder mit Liverpool, dieser Kackmannschaft, ey. Guck mal. Ich habe damals bei der WM, bei uns in Deutschland meine ich, habe ich das Fußballwetten entdeckt und habe tatsächlich einmal richtig Geld gewonnen, was ich natürlich bei den nächsten Spielen komplett verloren hatte, weil ich richtig getippt hatte. Hat nicht deine Mutter auch mal Geld gewonnen mit Fußball-Toto? Ihr Mann hat recht viel gewonnen mit Fußball-Toto, okay. Aber die hatten so viele Schulden, dass davon nichts mehr übrig ist. Also das Erbe bleibt banal. Okay, komm. Ja. Aber so ist das halt. Kennen wir ja, ne? Kennen wir alle. Okay, ey. Ich kann nicht mehr. Nimm jetzt den Ball ab. Mann, die spielen richtig scheiße. Alter, faul. Oh, gut gemacht, Alter. Das war echt das war knapp. Gar nichts mit dem 5-0, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey, warum ist denn das so ein läppischer Pass? Muss ich da dann den Hochpass nehmen, oder was? Ich drück mal Y. Ah, okay, ich verstehe. In den Lauf. Das ist ja geil. Das ist ja voll der neue Move. Ja. Ah. Ich bin richtig enttäuscht von Liverpool. Das ist ja gar nichts, was die hier... Also wenn du Liverpool sagst, meinst du eigentlich dich, oder? Also du ich versuch's nur zu decrypten. Ich meine die KI von Liverpool, die hier mich enttäuscht. Tiengati ist sehr enttäuscht von sich selbst. Das hat er sich einfacher vorgestellt. Oh Mann! Alter! Der war voll gut! Oh, der hätte voll reingehen können, ey. Lass ihn raus, den Sieger. Zeig ihnen, dass Zeig du ihnen, es kannst. Dass du es kannst. Mit Simon Kretschmars, Fußballteam. Die wecken den Tiger in die... Ja, lass ihn doch einfach durchlaufen da, kein Problem. Jetzt hol ihn! Abseits. Was soll das? Ach so, abseits. Scheiße, das kenn sogar ich. Ich hab hier 5-0 gesagt, ich schaffe nicht mal ein 1-0. Das ist so zum Kotzen. Jetzt gehe ich mit schlechter Laune aus dieser Nummer. alles richtig gemacht. Oh, dann so ein läppscher Pasta. Schon wieder Ballverlust. Weil die auch so scheiße stehen. Was ist denn das für eine Aufstellung gegen Arsenal? Oh, was war denn das? Ach, Mann. Shit. Nicht stehen bleiben. So. Ja, hast du gesehen. Scheiße jetzt. Das ist der Druck. Sobald ich mir Druck mache, wird es doch wieder nichts. Das wissen wir. Guck dir das an. Alter, die können aber auch gut tackeln, oder was das ist. Lass mich in Ruhe. Nein. Was? Oh. Eigentor. Wäre beinahe ein Eigentor gewesen. Das wäre das allerbeste gewesen, ey. Das wäre die ultimative Demütigung. Dieses Format heißt, wie heißt es nochmal? Gegenteilwoche. Gegenteilwoche. Nicht die, ich habe Erfolg und Spaßwoche. Das so haben wir nicht gewettet. Ich hätte niemals zugesagt sonst. Jetzt. nein! Ja, Mann, du bist der allerbeste Salah! Noch nicht! Salah! Ein Meister am Fuß! Salah! Ich bin Salah. Ah, okay. Lalal. Ich bin links, ne? Stimmt, ich bin links. Okay. Ach komm! Na Nein, gut, das war das. Das war doch schon das sichere 1-0! Alter, das gibt's doch nicht! Was ein Dreckspass! Alter, was ein Dreckspass! Nein! Ja, 1-0, okay, endlich. Da ist er, Salah. Das ist einer der besten. Viele würden sagen, der beste Spieler der Welt. Was für ein lamer Move. Top 5 auf. Stellt er sich danach echt hin und sagt, guck mal, ich kann auf einem Bein stehen. Oh, gerade mal, ich muss jetzt 4 Tore in der zweiten Halbzeit spielen. Ja. Das ist natürlich schwer. Die Chancen waren natürlich da, es gab diverse Torabschlüsse. Aber dein Torhüter war natürlich auch eine Granate. X drücken bitte. Okay.
Alter, spannend. Hättest du jetzt dieses dämliche Tor nicht, ja, dann wäre das alles viel leichter. Würde ich mich sicherer fühlen. Die Reds. Wer glaubst du, welches von unseren beiden Teams hat den Spitznamen Reds? Ich weiß jetzt nicht, ob du... Weil die halt rot tragen, aber das kann es ja eigentlich nicht sein, weil es sind ja immer unterschiedliche Trikots. Die meine, weil die so rötlich sind, die Hautfarben. Weil das alles so Sonnen... Nein, er hält den schon wieder! Er ist ein guter Torwart, der Martinelli. Jawoll, hol den Ball! Mann, warum läuft denn keiner hin? Ja. Ja, Mann, ey, die sind wirklich die Zauberfüße. Nein, 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 nein. Oh, Mann, ey, was ein unfassbarer Torwart. Ist das für ein Torhüter, wirklich? Ist er wirklich der Allergeilste. Er kriegt von mir auf jeden Fall einen Bonus. Was ist das für ein Torhüter? Das ist ja unrealistisch. Ey, 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 ey! Hast du das gesehen, wie sich keiner angeboten hat? Eine Scheiße, Mann! Guck mal hier, in der Mitte, toll, keine Chance. Das liegt alles an dem bunten Ball. Das erkennt doch keine Sau, wo der hingeht. Das verwirrt mich auch immer. Das Muster auf dem Ball. Kann sich mal einer anbieten? Soll ich hier alleine alles machen? Nein, was mach ich denn da? Oh, hast du es gesehen? Alter! Der hätte gut werden können. Das wäre gutes Auge. Der Torhüter stand ein bisschen vorm Tor. Nicht schlecht, Simon. Das war in der Tat gefährlich. Ach, ich muss jetzt! Ja, du machst eine Ecke. Genau, so. Offensichtlich noch nie eine Ecke gemacht. Und jetzt ab. Ah, oh, verdammt. Toll gesehen. Toll gesehen von mir. Geh jetzt hin! Geh jetzt hin! Was mach ich denn da? Warum schieß ich denn nicht? Alter, sehr schön. Das war knapp, ey. Das war echt knapp. Ich denn? Das war schon eigentlich das 3-0. Alles drin bei 2-0. Nein. Ey! Komm, jetzt gib doch mal! Oh, das ist doch nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Alter. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wie unglaublich gut das war! Ich weiß es selber nicht, was ich hier mache! Ich krieg einfach den Ball nicht rein! Ja, Mann! Boah, stark, stark, Simon. Gute und wichtige Grätsche vor allem. Lass mich fucking in Ruhe! Das war ein guter Angriff. Alter. Oh Mann, ey, wie kacke kann man sein? Knapp. Alter. Alter, 20 Minuten noch. Das wird echt ja, krass. Es wird nichts. Du merkst doch schon, ich spreche schon nicht mehr. Daran merkt man schon, dass schon nur noch am Tryharden bin. Oh, ich krieg den Ball nicht. Das Nein, das ist doch komm. Was ist das denn für eine Ballphysik? Wie soll der denn so weit abspringen? Das ist doch Quatsch.
Ja. Ach, hätte auch über dich drüber gehen können. Ja, aber da musst du dribbeln zum Tor. Also. Ja, ich habe nicht die Geduld. Ja! Das gibt es nicht. Dieser Dreckstorhüter, ich hasse ihn so sehr. Wie der einfach alles hält. Oh, was war denn das jetzt für ein Pass gerade? Das war kein Foul. Nee, der Pass war das Problem. Es ist heulen, ey. Was war denn das? Ach, das war, weil ich Doppelpass wahrscheinlich gedrückt habe. Ja, lauf doch, Junge! Oh, dieser gute Mensch! Der hält das Tor sauber, ey. Er ist sehr professionell. Er muss Japaner sein. Jetzt hör auf! Ach, Kacke! Was haben die denn mit den Torhütern in diesem Spiel gemacht? Danke, Rehstreichler. Danke, Lord Stromberg. Ach, da unten. Oh. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Ja, das wird nichts. Und nie spielt er. Jetzt ist der letzte Versuch. Das ist es jetzt. Simon. Ein letzter jetzt. Run. Geh durch. Geh durch. Alleine. Alleine, Simon. Alleine! Geh aufs Tor! Aufs Tor! Guck mal! 2-1! Ich schieße jetzt! Simon. Nein! Er schießt auf den Pfosten! Nein. Gegen die Scheiße! Er schießt auf den Pfosten! Das war die einmalige Chance! Ja, wirklich? Das gibt es doch gar nicht! Simon Kretschmer in der 89. Minute trifft nur den Pfosten! Ah, nein, jetzt kommt der Ball noch! Nein! 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 Ach, scheiße, ey. Ah. Oh, knapp. Manchmal sind es Zentimeter, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Genau, das, dieses Ausspielen vom Torwart, das würde ich halt auch gerne mal hinkriegen. Das hätte ich eben machen sollen. Da stand ja einer sogar in der richtigen Position. Ach, okay. Und da fällt der Schiri das Spiel ab. Alter, es war auf jeden Fall schön. Hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, das macht Spaß, ne? Und du merkst ja, du hattest jetzt natürlich noch nicht so viele Erfolgserlebnisse, aber wenn der Ball dir mehr gehorcht, wenn du genau weißt, was du tust, wenn du dein Spiel, deine Vision im Kopf auf dem Feld umsetzen kannst, dann wirst du doch noch ein Liebhaber dieses Sports. Vielleicht nicht beim Zugucken, aber Spielen macht Spaß. Das kann ich bestätigen. So, da kriegst du dein Kelch. Okay, ich bedanke mich. So. Ja, ich mich auch. Es hat Spaß gemacht. Viel Spaß noch mit der Gegenteilwoche. Heute noch Age of Empires bei dir, dann später. Genau, ja? Ab 5 mit Mara und Krogi. Also nur absolute Skills heute hier bei uns. Viel freut euch doch mal drauf. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Jetzt höre ich Ede gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn gerade rausgeschmissen aus Versehen aus meinem Discord, weil ich gealt-tappt habe. Okay, ich kann nicht alt-tappen. Ich komme nicht mehr raus aus FIFA. FIFA will nicht mehr, dass es endet. FIFA möchte, dass es für immer weitergeht. Ja, ich möchte das Spiel verlassen. Na komm. Okay, das machen wir kurz noch. Ich höre den Ede nicht mehr, aber ich grüße dich natürlich nochmal und bedanke mich für deine Zeit. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Jetzt irgendwann nochmal gegen Nils. Das machen wir dann bei der nächsten Gegenteilwoche. Jetzt geht doch endlich raus aus diesem Spiel. Ich brauche keine Statistiken. Statistik, Schmatistik, Stammistik. Naja, okay. Es dauert ein bisschen, aber das war toll. Ich fühle mich, als hätte ich was geschafft, als hätte ich Sport gemacht. Die hier über mir wohnen, die denken wahrscheinlich auch, dass ich Sport gemacht habe, dass ich hier unten ein echtes Fußballspiel ausgetragen habe. Okay, so, jetzt kann ich hier endlich wieder raus. Ich möchte das Spiel wirklich verlassen. Genau. So, Neißenstein.
Jetzt ist die Frage, was machen wir noch? Denn wir haben ja jetzt um 17 Uhr, wir haben jetzt 2 Stunden gespielt, das war auch schon cool. Jetzt habe ich um 17 Uhr dann nochmal eine Session mit der lieben Mara.